Seid gegrüßt. Ich habe heute Shlomo Finkelstein zu Gast und wir sprechen über das Selbstbestimmungsgesetz. Ich hatte mir noch nicht groß durchgelesen, was in diesem Gesetz stand. Ich hatte nur mitbekommen, dass jeder Deutsche einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln darf. Also wirklich großartiger Freiheitsgewinn, wie alle im Chat mir bestimmt gleich zustimmen werden. Ja, aber was ich dann gestern in der Honigfarbe hören durfte, das fand ich dann doch teilweise schon ziemlich gruselig, vor allem in Bezug auf die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Aber dazu werden wir erst am Ende kommen. Erstmal grundsätzlich, was soll sich durch dieses Gesetz ändern? Ich meine, ich hatte es ja gerade schon mal angesprochen, einmal im Jahr soll jeder sein Geschlecht wechseln können. Ist das dann so absolut? Bist du dann wirklich in allen Lebensbereichen quasi das andere Geschlecht, wenn du den Eintrag änderst? Quasi, was normale Schutzräume angeht, so wie zum Beispiel die Umkleide, Frauensauna und so weiter, haben sie eine Klausel drin, dass das Hausrecht überwiegt. Also was dieses Gesetz betrifft, kann der Saunabesitzer sagen, ich möchte keine biologischen Männer, keine Männer in der Sauna haben, wenn hier nur Frauen rein dürfen. Aber auch das ist natürlich eingeschränkt zu betrachten. Erstmal hatte der Queerbeauftragte letztes Jahr, als dieser Entwurf erstmals vorgestellt wurde vom Selbstbestimmungsgesetz, schon gesagt, dass aber die Antidiskriminierungsgesetze dann greifen. Also dann kann der Besitzer immer noch verklagt werden. Und außerdem natürlich auch einfach der Shitstorm, der losgetreten werden könnte, der geschäftsschädigend sein könnte. Also diverse Anreize, diverse Risiken drängen den Besitzer eigentlich dazu, ja, einfach den Transmenschen reinzulassen. Im Knast haben sie gesagt oder steht im Gesetz drin, dass eine Abwägung stattfinden muss mit den Persönlichkeitsrechten der anderen Gefangenen, der Frauen dann im Frauenknast. Das haben sie aber gemünzt, speziell auf schon Gefangene, die im Gefängnis dann sagen, ich bin eine Frau, wo natürlich insbesondere der Verdacht besteht, dass sie das tun, um in ein Frauengefängnis zu kommen. Und ansonsten in allen Bereichen, ja, gilt das dann. Ja, gut, der Krieg war noch eine Sache, ne? Wenn der Spannungsfall schon besteht, der dann zum Krieg führt, dann wirst du trotzdem eingezogen, auch wenn dann in deinem Pass steht, du bist eine Frau. Das wäre wahrscheinlich schon der Fall mit Russland. Wir haben einen Spannungsfall mit Russland und wenn dann ein heißer Krieg käme, dann gilt das auch nicht. Und vor Gericht, wenn es um Sorgerecht geht, gilt das Geschlecht, das eingetragen wurde bei der Geburt des Kindes. Aber abseits davon gilt das, glaube ich, für alle Lebensbereiche. Ja, also eine ziemlich weitreichende Änderung in Bezug zum transsexuellen Gesetz, wo das vorher noch wesentlich rigider geregelt war. Wie war es denn vorher geregelt? Ehrlich gesagt weiß ich nicht, welche Bereiche das vorher betroffen hat oder ob es da eine große Änderung gab, was jetzt den Fall angeht, dass du tatsächlich dein Geschlecht geändert hast, was die Ämter angeht. Aber der große Unterschied ist natürlich, jetzt müssen die dein Geschlecht ändern, wenn du ihnen einfach nur sagst, ich habe eigentlich mental, sozial das andere Geschlecht. Und vorher gab es halt diverse Untersuchungen, psychologische Untersuchungen, die dann ja immer in der Werbung für das Gesetz als erniedrigend beschrieben wurden. Also vorher war es nicht so, dass du das hinterhergeworfen bekamst, dass sie dir das geben mussten, sondern da wurde nachgeprüft in irgendeiner Form, ob du tatsächlich an dieser Geschlechtsidentitätsstörung leidest. Und nochmal, um nochmal auf diesen Spannungsfall zurückzukommen, wie ist das denn definiert? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Es steht ja nur etwas im Gesetz von, wenn ein Spannungs- oder schon Kriegsfall bereits herrscht zu dem Zeitpunkt, dann ja, wirst du trotzdem eingezogen, zum Zeitpunkt, zu dem du dein Geschlecht geändert hast. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gilt das Geschlecht, das dann eingetragen ist, im Pass. Im Gesetz wird das meines Wissens nicht weitergehend definiert. Das heißt, wenn dann in einem Kriegsfall die Politiker sagen, ja, mit dem Land haben wir eigentlich schon seit 50 Jahren Spannungen, also alle Geschlechtseinträge, die jetzt geändert wurden, aus den letzten 50 Jahren, die zählen einfach nicht, dann ist das dann so. Davon würde ich ausgehen. Ja, davon würde ich ausgehen. Was auch eine lustige Absicherung ist, ne? Das heißt auch, Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass so ein Fall eintreten könnte, dass es zu einem Krieg kommen könnte, wo tatsächlich die Leute hier eingezogen werden gegen ihren Willen. Ja, und diese, ja, sehr schwammige Ausdrucksweise, das ist nicht die einzige Stelle im Gesetz, wo das so ist, aber dazu werden wir nachher noch kommen. Erstmal würde ich, glaube ich, nachdem wir jetzt vorgestellt haben, wie das Gesetz ja ziemlich viele Bereiche neu regelt, vor allem die Änderung des Geschlechts vollständig neu regelt. Du hast es ja schon gesagt, vorher brauchte man psychologische Untersuchungen und alles Mögliche, um das Geschlecht ändern zu können. Das war relativ teuer, langwierig und man musste Fragen beantworten. Und wenn ein Psychologe gesagt hat, nee, ist nicht, dann konnte man das Geschlecht nicht wechseln. Jetzt plötzlich kann man einfach zum Standesamt gehen und sagen, ja, ich bin jetzt eine Frau, ich bin jetzt divers, ich bin jetzt sonst was. Das ist doch eine ziemlich radikale Änderung. Welche Ideologie steckt denn hinter dem Ganzen? Tja,
eigentlich eine widersprüchliche Ideologie. Und zwar eine, die schon vor langer Zeit, auf jeden Fall im universitären Bereich, vor Jahrzehnten gesagt hat, dass all diese sozialen Dinge, die einhergehen mit dem Geschlecht, eine eigene Identität darstellen. Also mag ich die Farbe Pink? Wie will ich mich anziehen? Bin ich eher praktisch interessiert oder eher sozial interessiert? Und all diese Sachen, die eine soziale Komponente haben, die wurden dann zu einer eigenen Kategorie, dem sozialen Geschlecht. Was gleichzeitig in derselben Ideologie, aber eigentlich als etwas gilt, was von der Gesellschaft unterdrückerisch den Leuten aufgebürdet wird. Es ist ja, wenn du irgendwelche feministischen Artikel oder so liest, die Rede davon, dass Mädchen da rein indoktriniert werden, damit sie unterdrückt werden können von der patriarchalen Gesellschaft, dass sie ja sich für Bereich XY interessieren, dass sie lieber Kindergärtnerin werden wollen oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall Mutter, ne, und sich ja als Hausfrau dann um die Kinder und den Haushalt kümmern wollen. Und jetzt, wenn es darum geht, ob jemand diese psychische Störung hat, die dann ja die Grundlage dafür ist, dass du vor dem Gesetz das andere Geschlecht tatsächlich hast, dann sind genau diese sozialen Sachen entscheidend. Also dann bedeutet das sehr wohl etwas, ob du auf Röcke stehst, ne? Nachdem vorher jahrzehntelang gepredigt wurde, Männer können genauso auf Röcke stehen wie Frauen, Männer können die Farbe Pink mögen und all diese eigentlich sehr oberflächlichen Sachen. Männer können weinen, Männer können weich sein, Männer können sensibler sein und so weiter und so fort. Jetzt heißt das oder ist es auf einmal ein Anzeichen dafür, dass du vielleicht im falschen Körper bist und das andere Geschlecht hast? Ja, aber das ist ja nicht die eigentliche Ideologie, dass du diese Stereotype erfüllst, sondern du kannst ja laut dieser Ideologie, die komplett subjektivistisch argumentiert, ja sagen, ich bin eine Frau und ich definiere alles, was ich tue, jetzt als weiblich, und weil ich das so definiere, ist es so. Diese Ideologie, die ja sagt ja letztlich, jeder kann sich sein Geschlecht komplett selber aussuchen. Diese Ideologie will ja Geschlecht letztlich beliebig machen. Das kommt hinzu, sicherlich. Also niemand darf dir absprechen, dass mit Kettensägen jonglieren und Bier trinken und dann mit Supermodels in einem schnellen Auto davonfahren weiblich ist, wenn das für dich weiblich ist. Ne? Aber wenn es um die Anzeichen geht, nach denen dann gesucht wird oder ja, die man sieht in irgendwelchen Dokus über Transsexualität, irgendein transsexuelles Kind, dann ist das immer genau dieser oberflächliche soziale Kram. Ne? Dann ist das, der Junge wollte sich ein Kleid anziehen. Das war ein Anzeichen dafür, dass er in Wirklichkeit das andere Geschlecht hat. Dann gilt das schon. Dann ist das ein Anzeichen, das ernst genommen werden muss. Und ja, dann gehört dieses Kind vor einen Psychologen, der dann zu dem Schluss kommt, im besten Fall, dass er im falschen Körper steckt. Ja, aber wie gesagt, dieses, du erfüllst bestimmte Stereotype und könntest deswegen das andere Geschlecht sein, das ist ja nur ein Zwischenschritt, um letztlich zu der eigentlichen, zum eigentlichen Endziel hinzukommen, die Abschaffung des Geschlechts als soziale Kategorie. Exakt, exakt. Das ist genau auch meine Theorie. Denn ich gehe davon aus, sie haben uns nicht angelogen, als sie gesagt haben, sie denken, dass diese geschlechtlichen Stereotype, sozialen Verhaltensweisen etwas Unterdrückerisches und ja sozial Konstruiertes, also eigentlich ja Fake sind. Ne? Etwas, was die Gesellschaft den Leuten aufgedrückt hat. Und eigentlich würden die Leute einfach ganz individuell in ihre eigene Richtung gehen, wenn das nicht der Fall wäre. Es ist für sie eigentlich eine Fessel. Es ist halt nur praktisch, wenn du die Stufe erklimmen willst, dass die Leute in Wirklichkeit ein anderes Geschlecht haben können, weil sie sozial anders drauf sind. Das ist dann die ultimative Aufweichung, die aber nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Ne? Denn Transsexualität kann es nach dieser Ideologie am Ende ja auch nicht mehr geben. Dafür muss es ja Geschlechter geben, irgendwelche festen Konstrukte von Geschlechtern geben, wo du dem einen oder anderen zugehörig sein kannst. Aber daran glauben sie im Kern nicht. Sie glauben daran, dass Geschlecht eine Illusion ist, die die Gesellschaft erschaffen hat, damit eine Gruppe unten gehalten wird und die andere sie unterdrücken kann. Ja, was du gerade wiedergegeben hast, das stammt ja ziemlich genau so von Judith Butler, die ja letztlich schon geschrieben hat, dass sie Geschlecht als soziale Kategorie komplett abschaffen will. Ja, das Unbehagen der Geschlechter, ne? Habe ich sogar teilweise gelesen. Ja, das ist die Ideologie, auf die es zurückgeht. Und jetzt sind wir halt in der nächsten Stufe, in der nächsten Brennstufe der Ideologie angelangt, die Geschlecht so weit aufgeweicht hat, dass du halt da raus kannst und dich als alles Mögliche identifizieren kannst. Und ja, die Frage ist dann, ist das Endgame, dass über frühkindliche Erziehung und so weiter tatsächlich große Zahlen von Leuten dahingehend indoktriniert werden, dass sie überhaupt nicht mehr sich irgendetwas zugehörig fühlen und eigentlich die Kategorie Geschlecht nicht mal mehr in ihrem Kopf haben? Ich würde raten, in diese Richtung geht es eigentlich.
Du hast gerade von großen Zahlen gesprochen. Sehen wir da in einigen westlichen Ländern schon einen gewissen Trend? Ja, ich habe gerade versucht, das nochmal rauszusuchen. Ich hatte mal selbst die Berechnung angestellt. Nach der zugrunde liegenden psychischen Störung, Geschlechtsidentitätsstörung, die Trans-Community und die Pro-Trans-Community im deutschen Raum spricht eigentlich auch lieber von Geschlechtsdysphorie, was auf Deutsch, glaube ich, eigentlich kein Wort ist. Eigentlich ist das ein dann falsch eingedeutschtes englisches Wort Gender Dysphoria, weil sie halt das Wort Identitätsstörung nicht mögen, weil es halt unterstellt, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber ja, ich habe mir mal angeguckt, was die Zahlen von dieser psychischen Störung sind, die laut den medizinischen der medizinischen Fachliteratur normalerweise vorkommt. Und da habe ich auf Wikipedia gefunden, Black's Medical Dictionary, das scheint ein Standardwerk zu sein aus der Psychologie. Laut diesem Standardwerk kommt Geschlechtsidentitätsstörung unter einem von 30.000 Männern und einer von 100.000 Frauen vor. Wenn man den Mittelwert daraus nimmt, und da habe ich jetzt nochmal einen Junge Freiheit-Artikel rausgesucht, wo Meinungsumfragen, Umfragen aus dem amerikanischen Raum zusammengesucht wurden unter den jungen Leuten, hier ist die Rede von 13- bis 17-Jährigen, dann sehen wir einen Anstieg von der Jungen Freiheit selber, ist jetzt die Rede von 1.500, also Faktor 1.500. Sprich, es gibt 1.500 Mal so viele, ja, obwohl, nee, die Junge Freiheit macht das hier anders. Also ich hatte selber das mal errechnet mit, ich glaube, 1 bis 2.000 Mal so viele, wie man von der Fachliteratur her denken würde. Sie sprechen hier von 1.500%, also dann ein Anstieg von 150, aber das sind ja beides Größenordnungen, die eigentlich nur zwei Schlüsse zulassen. Und zwar entweder kannst du diese psychische Störung bekommen, indem sie dir in Ermangelung eines besseren Wortes eingequatscht wird, indem du psychologisch bearbeitet wirst durch mediale Sachen, durch Sachen im Bildungssystem und so weiter und so fort. Oder ein guter Teil von den Leuten, die heute unter Generation Z und der Generation danach denken, sie hätten diese Störung, haben sie in Wirklichkeit gar nicht, sondern haben nur es eingequatscht bekommen, ohne tatsächlich dann ja einen psychologischen Schaden in diese Richtung davongetragen zu haben. Ich würde raten, es ist eine dritte Option, und zwar beides. Ich würde raten, und klar, das ist Bauchgefühl, aber ich würde raten, dass sowohl Leute dahingehend bearbeitet werden können, dass sie tatsächlich Identitätsstörungen ausbilden, als auch Leute, die das eigentlich gar nicht haben, sich selbst eingeredet haben und eingeredet bekommen haben, sie hätten das. Und dass dadurch dieser enorme Anstieg zu begründen ist. Da du gerade mit den Zahlen noch mal etwas durcheinander gekommen bist, glaube ich, die Zahl, die Jungen Freiheit nennt, die sind deutlich niedriger. Also Steigerung 1.500%, das ist eine Versechzehnfachung und keine Verhundertfünfzigfachung. Ja, aber stimmt. Wie gesagt, das auch das wäre ein deutlicher Anstieg. Da wäre jetzt noch mal interessant zu sehen, worauf sich die Junge Freiheit bezieht. Du hast ja gesagt, worauf du dich beziehst, auf die Zahlen aus der klassischen medizinischen Fachliteratur aus den letzten Jahrzehnten, bevor dieser extreme Anstieg, den wir ja jetzt eigentlich in den letzten 10 Jahren erst gesehen haben, losging. Ja, exakt. Ich hatte mal andere Zahlen, das war von Gallup oder so, wo das halt im so und so viel Prozentbereich dann lag bei, ich glaube, da ging es dann Generation Z, also noch etwas ältere Leute als hier die bis zu 18-Jährigen oder bis zu 17-Jährigen. Und da kam ich dann auf einen noch viel krasseren Faktor, aber generell auch das 16-fache. Da muss man ja aufmerken in irgendeiner Form. Das ist ja nicht normal, dass eine psychische Störung auf einmal sich ver-16-facht. Das heißt ja, irgendein Faktor muss in der Gesellschaft neu sein oder in neuen Ausmaßen vorhanden sein, der zu dieser Störung führt. Ja, und deswegen ist es interessant, die Ideologie nachzuverfolgen. Wir hatten ja gerade schon den Namen Judith Butler genannt, die in Unbehagen der Geschlechter relativ explizit gesagt hat, dass Geschlecht als soziale Kategorie abgeschafft gehört, dass unsere Vorstellungen von Geschlecht sozial konstruiert sind, sowohl in Bezug auf das biologische Geschlecht als auch in Bezug auf die sozialen Rollenvorstellungen. Und hier ist interessant, dass die Praktiker der Theoretikerin Butler vorausgegangen sind. Hier ist nämlich ein Name besonders interessant, nämlich John Money. Wer war das und was hat er gemacht? Ich komme immer so ein bisschen mit dem und Kinsey durcheinander. Soweit ich weiß, waren das ja die beiden, die praktische Experimente durchgeführt haben an Kindern. Da ging es um zwei Kinder. Ich glaube, nur eines von denen hatte eine Verletzung bekommen im Rahmen der, ich weiß nicht, Beschneidung, glaube ich, die dann dazu geführt hat, dass man sich entschieden hat, Experimente an diesem Kind durchzuführen. Und zwar es sozial als Frau großzuziehen, als Mädchen und später Frau großzuziehen, was nicht funktioniert hat. Also beide diese Kinder, mit denen man das gemacht hat, haben sich in ihrem späteren Leben das Leben genommen.
Ja, und die Person, deren Geschlecht man versucht hat zu wechseln, die wollte kurz, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Geschlecht gewechselt hat, da hat sie eine, ja, Detransition vorgenommen. Genau, ich glaube, es gibt sogar Fernsehbeiträge, in denen diese Person dann aufgetaucht ist und darüber geredet hat, wie sie da im Wesentlichen missbraucht wurde von diesen Leuten. Was die ebenfalls gemacht haben, ich glaube, das war, wie gesagt, ich komme mit Kinsey und Money durcheinander. Nee, brauchst du nicht durcheinander kommen. Kinsey war der, der das Kinsey-Institut gegründet hat, der nachweisen wollte, dass Menschen von Geburt an soziale Wesen sind. Das wurde übrigens, glaube ich, von der Rockefeller Foundation finanziert, das Kinsey-Institut. Ist auch ziemlich lustig. Aber der hat dann so Experimente sogar mit Kleinkindern durchgeführt, wo er versucht hat, sie sexuell zu stimulieren und hat das dann ja als Beweis genommen, dass Menschen von Geburt an eben sexuelle Wesen seien. Was er geschafft haben will, ne, mit sehr, sehr, sehr jungen Kindern, im Sinne von, ich glaube, Säuglinge im Wesentlichen. Ne? Säuglingen will er einen Orgasmus verpasst haben mit irgendeiner Form von Stimulation. Und ja, darauf basiert der Begriff des Gender, des sozialen Geschlechtes, den wir heute verwenden auf dieser Forschung. Ich also glaube, Kinsey war derjenige, der den Begriff erfunden hat, oder? Kinsey, wie gesagt, der wollte nur nachweisen, dass Menschen von Geburt an sexuelle Wesen sind. Der wollte ja vor allem über Sexualität forschen und wie gesagt, auf sehr komische Art und Weise. Das Zwillingsexperiment, also die Gender-Ideologie quasi, die wurde empirisch, nennen wir das jetzt mal so, ist ja eigentlich nicht empirisch, wenn du eine Kontrollgruppe von einer einzigen Person hast, aber die wurde, ja, anekdotisch, so kann man es wohl besser sagen, das hat wenig mit Wissenschaft zu tun, in diesem einen Experiment ausprobiert. Von John Money. Ich lese gerade, dass er den Begriff Gender Identity, Geschlechtsidentität geprägt hat, auf den bis heute das gesamte Feld zurückgeht und den auch wir hier ja übernommen haben. Und ich treffe da ja gern den Vergleich mit diversen Sachen. Also ich würde so weit gehen zu sagen, dass eigentlich alles, was wir sind, ob das jetzt physisch ist oder etwas Gesellschaftliches, irgendein Titel, den wir erworben haben, unsere Bildung, unser Beruf oder so, all das hat ja neben der nicht von der Hand zu weisenden realen Dimension auch eine soziale Dimension. Ne? Wenn ich ein Arzt bin, dann hat das ebenfalls eine soziale Dimension. Die Art und Weise, wie Ärzte sich ausdrücken, wie sie untereinander reden, wie sie sich gebaren und so weiter. Du könntest eigentlich eine soziale Kategorie bei fast allem, was man sich vorstellen kann, einführen. Wenn wir etwas Härteres nehmen wollen als den Beruf, sagen wir die Tierart. Ne? Ich nehme immer gern das Beispiel von Hunden, die aufgewachsen sind mit Katzen. Denn da sehen wir, dass diese Hunde sich signifikant anders verhalten als andere Hunde. Die legen sich hin wie eine Katze, die agieren oder interagieren mit Menschen eher wie eine Katze als wie ein Hund. Insofern kann man daraus dann ableiten, nach derselben Logik, dass auch die Tierart eine soziale Komponente hat, was sicherlich nicht falsch ist. Nur bei anderen Dingen würden wir nie auf die Idee kommen, das in dieser eigenartigen Weise voneinander abzutrennen. Von der realen, nicht von der Hand zu weisenden Komponente, Dimension, die soziale abzutrennen und als eigene Kategorie einzuführen, was ja eigentlich auch nur ein Taschenspielertrick ist, denn am Ende ersetzt ja die soziale Komponente die reale im Falle des sozialen Geschlechtes. Am Ende haben wir einen Queer-Beauftragten, der in die Welt geht, in die Zeitung Die Welt, und der einen Artikel schreibt namens Transfrauen sind Frauen, alles andere ist Transfeindlichkeit. Das heißt, die biologische, die nicht von der Hand zu weisende reale Komponente ist verdrängt worden. Und ich würde behaupten, das war wahrscheinlich immer das Ziel. Ja, das ist ja sehr interessant, dass die Wokisten zuerst diese Trennung hochgehoben haben. Ja, es gibt das biologische Geschlecht, aber es gibt auch noch ein soziales Geschlecht und wir sollten die Menschen nicht diskriminieren. Deswegen müssen wir dieses soziale Geschlecht auch achten. Deswegen sollten wir immer beides achten. Und jetzt, nein, biologisches Geschlecht ist auch ein soziales Konstrukt. Und wenn du das nur aussprichst, wenn du sagst, dass es da Unterschiede gäbe, ja, dann bist du transfeindlich. Exakt, ja. Und wenn du die eine Komponente überhaupt noch anerkennst, ne? Ich meine, inzwischen sind wir so weit, dass die TERFs, also die Feministen, die quasi bei der Brennstufe noch vor der Trans-Brennstufe dieser Ideologie stecken geblieben sind, wenn sie reden von einem biologischen Mann, dann ist das ja schon anstößig. Wobei sie damit ja eigentlich schon viel weiter entgegenkommen, als man das sollte. Damit erkennen sie ja an, dass es diese andere valide Kategorie gibt, die soziale Kategorie des Geschlechtes, denn ansonsten könnte man einfach sagen, ein Mann. Ne? Wenn du biologischer Mann sagst, dann muss es ja noch etwas abseits der Biologie geben, was das Geschlecht definiert. Aber selbst das Aussprechen, selbst das Ansprechen von der einen Hälfte dieser eigenartig gespaltenen Kategorien ist jetzt verpönt.
Ja, und da sind wir jetzt wieder beim Selbstbestimmungsgesetz. Auch wir kommen relativ schnell durch den Druck, wie ich hier gerade feststelle. Aber da steht ja drin, dass wenn du nach einer Transition über den alten Namen von Menschen sprichst, also den Namen, den sie vorher hatten, dann musst du das in bewundernswerter Art und Weise tun. Und genau. Das wird anhand von Mimik und Gestik bewertet. Und ansonsten, ja, droht dir eine Strafe. Exakt, bis zu 10.000 Euro. Das ist das Offenbarungsverbot. Das besagt, dass du, wenn du den alten Namen oder die korrekten Pronomen von dem Transmenschen verwendest, damit ihm etwas antust, quasi gegen seine Persönlichkeitsrechte verstößt, wenn Dritte das mitbekommen. Also sagen wir der Öffentlichkeit, dürfte ein AfD-Politiker oder auch ein BSW-Politiker, was auch immer für ein Politiker, nicht mehr Ganserer einen Mann nennen, nicht mehr Ganserer als er ansprechen. Denn das wäre dann eine Offenbarung vor Dritten. Insofern können sie dann verklagt werden und können mit diesen Strafen belegt werden. Was im Wesentlichen bedeutet, du musst eine groteske Unwahrheit anerkennen in deiner Sprache. Ansonsten werden wir dich sanktionieren. Ne? Was wahrscheinlich das Orwellschste ist, was ja seit vielen, vielen Jahrzehnten passiert ist. Ja. Vor allem das mit der Mimik und Gestik, das ist interessant, dass Gesetze einem vorschreiben wollen, in welcher Tonalität man etwas sagen darf. Und das ist auch wieder so schwammig formuliert, dass Leute, die dieser Gender-Ideologie kritisch gegenüberstehen, dass die eher Probleme kriegen werden. Und Leute, die diese Gender-Ideologie affirmieren, dass die da wesentlich größere Freiheiten haben werden. Das Problem ist ja auch, dass du ansonsten, wann immer du irgendeinen öffentlich-rechtlichen Beitrag oder auch nur einen Trans-Pro-Trans-Twitter-Post machen würdest über die empowernde Geschichte von irgendwem oder so, Gefahr laufen würdest, wenn derjenige irgendwann was gegen dich hat oder einen schlechten Tag hat oder so, dass er dich verklagen könnte. Das heißt, du könntest die Trans-Agenda, wenn sie diese Klausel nicht drin hätten, eigentlich gar nicht mehr pushen. Ne, ohne auf jeden Fall dich der Gefahr auszusetzen, dass diese Person dich verklagt. Du könntest nicht mehr die empowernde Doku über irgendwen machen, du könntest nicht mehr sagen, oh, ist das nicht toll, dass Ganserer sich entschieden hat für diesen mutigen Schritt oder Nike Slavik und so weiter und so fort. Das ginge nicht mehr risikofrei und insofern waren sie eigentlich dazu gezwungen, das zu tun. Ansonsten hätten sie sich entscheiden müssen zwischen dem weiteren Pushen der Agenda und dem Piesacken ihrer ideologischen Gegner. Ja, und wie gesagt, das ist eine sehr interessante Einschränkung der Meinungsfreiheit, denn immer wenn Gesetze sehr schwammig formuliert werden, dann werden sie von Gerichten eher zugunsten der Herrschenden ausgelegt. Also das ist ja auch beim Digital Services Act so, dass man da völlig allgemeine Sachen, die auch juristisch nicht definiert sind, die in einem Gesetz nichts verloren haben, wie Hassrede da reinschreibt, um das möglichst weit auslegen zu können. Und Hassrede, das wird man noch weiter auslegen können. Wenn jetzt mit dem Selbstbestimmungsgesetz wirklich, das Nennen eines früheren Namens beispielsweise schon eine Straftat darstellt. Klar, auch die großen sozialen Medienkonzerne kann man da noch schön an die Leine nehmen. Man kann darauf aufbauend dann in Hassredegesetze reinschreiben, dass die gewisse Strafen zahlen müssen, wenn sie solche Offenbarungen nicht unterbinden, was dazu führen könnte, dass sie einfach jegliche Kritik an der Trans-Agenda unterbinden, ne? Weil das immer die Offenbarung von irgendwem als eigentlich trans oder so beinhalten könnte. Ich meine, schreib mal einen Algorithmus, der das erkennt, nicht, dass diese großen Firmen wahrscheinlich überhaupt irgendein Interesse daran hätten, die Meinungsfreiheit dazu wahren, aber auch da ist Tür und Tor offen dafür, dass der Staat oder die EU, irgendein staatliches Konstrukt, die Anreize setzen kann, dass wieder massiv übergelöscht wird, genauso wie wir es mit dem NetzDG und so schon gesehen haben, bei allem, was gegen die Migrationspolitik geht zum Beispiel. Ja, also das war ja auch sehr interessant. Wir haben zuerst gesehen, dass die Zensur von den großen Konzernen ausgeht und die Staaten nichts dagegen unternommen haben. Jetzt sehen wir, wie reihenweise neue Gesetze erlassen werden oder alte Gesetze in einer sehr kreativen Art und Weise ausgelegt werden, um das mal freundlich zu formulieren, um die Meinungsfreiheit immer weiter einschränken zu können. Ja, und das entwickelt dann mehrere Ebenen, diese Dynamik, wie auch schon die gesamte Wokeisierung von, sagen wir, Firmen wie Google oder so. Ich denke, es fängt an als seitens der Medien und seitens NGOs und so weiter, die einen Einfluss darauf haben, wie die öffentliche Wahrnehmung ist von diesen Konzernen, wird ein Anreiz gesetzt, dass sie darauf achten, PC zu sein, mit der Woke-Agenda d'accord zu gehen. Dann stellen diese Konzerne Leute an, die darauf achten, irgendwelche Diversity Officers und so weiter und so fort. Dann sind die aber in der Firma und das führt dann zu der Mischform, weil die Leute sagen immer gerne bei solchen Sachen, die Firmen, die wollen doch nur Geld verdienen, die bedienen den LGBT-Kram nur, weil sie dann positive Presse bekommen, Geld verdienen und so weiter. Ich sage halt, wenn die Firmen
aus diesem ursprünglichen Antrieb dann Leute angestellt haben, die auf diese Dinge achten sollen, die aber tatsächlich in der Regel ideologisch eingefleischt sein werden, dann sind wir in einer Mischform. Dann sind die Firmen tatsächlich gewoked aus anfänglich wirtschaftlichen Motiven, aber das spielt dann keine Rolle mehr, denn die Leute sind dann da. Ja, und es spielt sich auf noch einer größeren Ebene ab. Also erstmal rekrutieren die Firmen ihren Nachwuchs ja von US-Elite-Universitäten, an denen diese Ideologie absolut hegemonial ist. Also das kann man ja sagen, daher kommt diese Ideologie ja letztlich. Also jemand wie Judith Butler, der wird nicht in irgendwelchen armen Regionen in Europa gelesen, sondern der wird an US-Elite-Unis gelesen. Und da von daher verbreitet sich diese Ideologie dann immer weiter. Und zum anderen gibt es Organisationen wie die Human Rights Campaign, die Ratings für Firmen erstellen und dann danach bewerten, inwieweit sie woke Kriterien einhalten, inwieweit Frauen gleichberechtigt sind, also inwieweit diese Firmen sich an diesen dritte Welle Feminismus anbiedern, inwieweit LGBTQAI+-Personen oder wenn das Akronym noch länger geworden ist, korrigiert mich gerne, aber inwieweit die gleichberechtigt werden oder inwieweit die gefördert werden, inwieweit die Firmen da etwas unternehmen, um diese Ideologie zu pushen. Die Human Rights Campaign, die wird finanziert vom US-amerikanischen Großkapital. Da sind dann große US-Airlines dabei, da ist Apple dabei, da ist, glaube ich, auch Alphabet dabei, da sind Großbanken dabei. Also das ist sehr interessant, sich die Liste der Spender da anzusehen. Also das hat mehrere Ebenen, dieses System. Ja, wahrscheinlich dann auch sowohl die Ebene, dass Apple und so weiter auf der guten Seite dieser Leute stehen wollen, dass sie keine Feindschaft mit denen haben wollen, im Gegenteil, dass sie deren Freunde sein wollen, weil die eben mächtig sind. Und zum anderen auch, dass diese Firmen dann tatsächlich, wie gesagt, gewoked sind und aus ideologischen Interessen ebenfalls diese Sachen unterstützen wollen. Ne? Das ist dann irgendwann nicht mehr voneinander zu trennen. Es ist halt Profitgier, die führt zu einer ideologischen Veränderung, die führt zu weiterer ideologischer Veränderung. Diese Ablenkung von ökonomischen Fragen und diese Hinwendung zur Identitätspolitik, die jetzt ihren absoluten Gipfel in diesem Wokismus erreicht hat, ist ja schon etwas, was die US-Regierung seit Jahrzehnten strategisch vor allem in Europa gefördert hat. Also da hat man linke Intellektuelle oder unabhängige Intellektuelle gefördert, um damit die marxistische und sozialdemokratische Linke zu spalten bzw. klein zu kriegen. Also das ist schon eine Strategie, die in den USA seit längerem fahren. Lustigerweise, die Leute, vor allem in den Medien, die das Ganze pushen, werden in der Regel etwas in die Richtung von Marxisten sein. Also das sind keine Freunde von einer Sozialstaatsschrumpfung oder so. Ne? Das heißt, in dieser Form wäre das dann eigentlich widersprüchlich. Wenn ich jetzt den Zeitjournal, der mir irgendwas über Black Lives Matter erzählt und Transmenschen und ihr Empowering und die Frauen und so weiter, frage, was er vom Sozialstaat hält, dann wird er sagen, Sozialstaat soll auf sein, Sozialstaat ist viel zu klein und die armen kleinen Leute werden unten gehalten. Er denkt halt nur daneben, wahrscheinlich auf noch wirkmächtiger Ebene, in diesen rassischen, geschlechtlichen Kategorien. Genau, diese Leute interessieren sich nicht für ökonomische Fragen. Oder sie haben sogar schon Neoliberalismus internalisiert. Also wenn du auf Funkvideos reagierst, da wird sich so gut wie gar nicht mit ökonomischen Fragen beschäftigt. Und wenn es der Fall ist, dann sind Funkvideos geschlossen neoliberal. Also selbst so ein komplett wokisiertes Format wie 13 Fragen hat bei der Sendung über die Aktienrente, um jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, 5 Neoliberale eingeladen, die für die Aktienrente waren. Eine Sozialistin tatsächlich dagegen war, auch nichts dazwischen, also kein Ökonom, der mal ein bisschen Ahnung hatte. Und der Moderator war dann auch noch für die Aktienrente. Ich habe vor kurzem auf die da oben reagiert und da wurde Werbung für eine Senkung des für eine Erhöhung des Renteneintrittsalters, für eine Senkung der Renten und für die Aktienrente von der FDP gemacht. Also was den Sozialstaat angeht, da haben diese Leute entweder keine Position dazu oder sie sind tatsächlich schon neoliberalisiert worden. Da wäre ich mir nicht so sicher. Also wenn wir uns angucken, die Volontäre bei den Öffentlich-Rechtlichen, was war das, 92% Rot-Rot-Grün. Und ich glaube, das zweite Rot, das steht da nicht nur unter ferner Liefen. Also auch die Linkspartei wurde signifikant höher gewählt als in der normalen Bevölkerung. Insofern vom Wahlverhalten her gehen sie im Schnitt oder im Gros weiter in Richtung von Sozialstaatöffnung, als der normale Mensch das tut, würde ich behaupten. Naja, was heißt Sozialstaatöffnung? Also keine Partei hat unseren Sozialstaat, vor allem die Rente, so stark abgebaut, wie SPD und Grüne das getan haben. Ich meine, es geht sicherlich mehr um Sozialstaat im Sinne von bedingungsloses Grundeinkommen, im Sinne von Bürgergeldausbau und so weiter und so fort. Ne? Auch da ist die Frage, inwiefern
inwiefern die rassische Betrachtung der Welt auch da reinspielt, dass die Rente weniger wichtig ist, weil die Rente eben die sogenannten Kartoffeln betrifft und weniger die Personengruppen, die geliebter sind von diesem Klientel. Ja, du hattest es ja, also auch bei den Linken, die jetzt voll bei diesem Wokismus mitgegangen sind, vor 10 Jahren tatsächlich noch, auch beim Öffentlich-Rechtlichen, dass die noch Ahnung von ökonomischen Zusammenhängen haben und sich auch dafür interessiert haben. Man guckt dir Sendungen von Die Anstalt an. Wie gesagt, die sind jetzt bei diesem Wokismus total dabei, die sind bei Propaganda für die Ukraine jetzt total dabei, Propaganda gegen den Iran, also die sind jetzt bei meisten Themen auf Linie. Aber die haben sich tatsächlich noch für die ökonomischen Fragen interessiert, beziehungsweise tun das immer noch. Aber bei der jüngeren Generation, die da bei Funk dabei ist, bei der ist das überhaupt nicht der Fall. Und das siehst du auch im Bundestag. Bei SPD und Grünen, also da, du kannst wirklich alles machen. Du kannst 20% der energieintensiven Industrie aus unseren Land verscheuchen. Du kannst den Wohnungsbau in einer Situation historischen Wohnungsmangels komplett gegen die Wand fahren durch abstruse Zinserhöhungen, wie es die EZB gerade macht. Du kannst für 4% Reallohnverlust sorgen durch einen wirklich bescheuerten Wirtschaftskrieg gegen einen deiner wichtigsten Handelspartner. Also du kannst die Volkswirtschaft gegen die Wand fahren und die Ärmsten am stärksten darunter leiden lassen, den Mittelstand verarmen lassen. Aber wer du sagst was gegen die Transideologie, dann stehen sie alle auf und buhen. Das habe ich vor kurzem bei der Rede von Sarah Wagenknecht gemerkt. Also die ganzen Abgeordneten von SPD und Grünen, die haben die ganze Zeit durchgängig gebuht und sich aufgeregt. Also das ist eher mein Eindruck, dass diese Leute sich für ökonomische Themen nicht interessieren und stattdessen so eine quasi religiöse Begeisterung für beispielsweise dieses Trans-Thema aufbringen. Ich denke auch, dass die rassische, geschlechtliche Opferpyramide inzwischen das weit übersteigt. Aber ich denke, sie interessieren sich insoweit für Ökonomie, als es die Alimentierung betrifft, als es Grundeinkommen betrifft, als es Bürgergeld betrifft, das wollen sie möglichst weit aufhaben. Man könnte dann auch da, wie ich schon eben leicht angeschnitten habe, die Spekulation aufstellen, dass ein ideologischer Grund dafür ist, dass vom Bürgergeld, ich glaube, knapp zur Hälfte Ausländer profitieren, ne? Und natürlich Deutsche den ganzen Bums zahlen im Gros, ne? Das heißt, dass wir hier auch von einer anderen Form von rassischer Umverteilung sprechen und daher die Begeisterung kommt. Aber ja, es kann sein, dass du recht hast, was die ökonomischen Zusammenhänge dahinter angeht. Aber ist es nicht so, also wenn du jetzt den Sozialstaat, wenn du jetzt das Bürgergeld abschaffst und stattdessen, keine Ahnung, sagen wir, wie das, was wir neulich besprochen haben, am Ende der Debatte. Mein Vorschlag, dass wir Arbeitslosengeld 1 erhalten, von mir aus sogar noch ausbauen, aber danach war es das. Danach kriegst du nichts mehr, außer ein Jobangebot vom Staat, und wenn du das ausschlägst, dann kriegst du eben kein Geld mehr. Dann wären diese Leute auch auf den Barrikaden, das wollen sie auch nicht. Sie wollen, ja, man könnte schwurbeln von der Abhängigkeit vom Staat, von einer möglichst breiten Anzahl von Leuten, und sie wollen, oder eine Spekulation könnte sein, sie wollen rassische Umverteilung in der Form von Alimentierung, in der Form von einem Bürgergeld, das im Gros an Nichtdeutsche oder Leute mit deutschem Pass, die, wenn du sie fragen würdest, was sie sind, wahrscheinlich auch zu einem signifikanten Teil was anderes sagen würden als Deutsch, geht und bezahlt wird von den Kartoffeln. Ja, aber du hast gerade was von Ausbau geredet und nicht einfach nur, dass Bürgergeld ganz normal gezahlt wird. Ich meine, Bürgergeld ist tatsächlich nicht höher als Hartz IV es wäre. Also, das stimmt nicht ganz. Es wird etwas früher an die Inflation angepasst. Das heißt, die Anpassungen, die bei Hartz IV auch erfolgen, die erfolgen immer etwas früher. Aber letztendlich, die Berechnung ist die gleiche wie beim Hartz IV-Satz. Ja, ich meine, wie gesagt, ist kein Thema, in dem ich tief drin bin. Ich habe die Fälle gesehen, in denen Familien, ich glaube, da ging es um Ukraine, aber es ist dasselbe Bürgergeld, das sie bekommen, mehr bekommen haben als Leute, die für einen geringen Lohn gearbeitet haben in derselben Zeit. Irgendwie eine vierköpfige Familie oder so. Insofern in Relation zu dem, was Niedriglohnbeschäftigte bekommen, ist das eben schon relativ hoch, vor allem wenn du bedenkst, dass du die Heizung etc. bezahlt bekommst, wo du halt wirklich, wirklich gucken musst. Ich würde behaupten, viele Leute würden oder heizen wahrscheinlich jetzt schon im Winter überhaupt nicht mehr, die wenig verdienen, aber arbeiten. Das ist ein Grund, warum die Hartz-IV-Sätze so gestiegen sind. Die Energiekosten sind explodiert, die Mieten sind die letzten Jahre stärker gestiegen als das Wirtschaftswachstum, vor allem in großen Städten. Und die Löhne der unteren Einkommen, die sind in den letzten 30 Jahren fast überhaupt nicht gestiegen. Also alleine deswegen sind die Hartz-IV-Sätze gestiegen. Aber es liegt nicht daran, dass die Hartz-IV-Empfänger, beziehungsweise jetzt heißen sie ja Bürgergeldempfänger, dass die da mehr in der Tasche haben, sondern die Vermieter haben da mehr in der Tasche. Beziehungsweise bei den Energiepreisen. Die haben aber mehr in der Tasche in Relation zu dem Niedriglohnbeschäftigten haben sie mehr in der Tasche. Ja, das stimmt, aber da müssten die niedrigen Löhne endlich mal steigen.
Ja gut, da sind wir bei der Frage, willst du das machen? Das hat mir, ich wusste nicht, dass wir so sehr auf Ökonomie gehen werden, aber können wir gerne machen. Das hatten wir eigentlich schon in der Diskussion neulich, wo noch Zella dabei war und Kasper. Das ist halt die Frage, ob du dann irgendwie einen Mindestlohn von irgendwas einführst. Ich würde raten, du bekommst dann Probleme, ala, du schaffst Anreize, dass große Firmen eben das Land verlassen. Und dass Leute, die sich überlegen, eine Firma aufzubauen, die, sagen wir, irgendwas herstellt oder so, einfach in anderen Ländern ihr Heil sucht und sich sagt, wir kriegen dasselbe günstiger und dieselben Bedingungen günstiger, wenn wir hier weggehen. Ja, wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht so stark auf Ökonomie gehen. Wir waren nur gerade bei dieser Walken-Ideologie und da kommt man automatisch, wenn den größeren Rahmen erwähnt, auch immer, ja, dann muss man halt die großen politischen Linien besprechen und das betrifft dann Kulturpolitik allgemein. Du hast gerade eine Einwanderung angesprochen, das betrifft Außenpolitik, das betrifft Wirtschaftspolitik. Und nochmal zum Mindestlohn. Also in Deutschland hat ja in den letzten 30 Jahren enorm auf Lohndumping gesetzt. Wir haben die Löhne wesentlich schwächer steigen lassen als die Produktivität und uns damit Wettbewerbsvorteile gegenüber unseren europäischen Handelspartnern ergaunert. Und damit haben wir für große Leistungsbilanzungleichgewichte in der Eurozone gesorgt. Also dadurch hat Deutschland seinen Binnenmarkt geschädigt. Also die Masseneinkommen, die sind zwischen 1992 und 2012 nicht gestiegen. Also ein langer Zeitraum mit einem beachtlichen Wirtschaftswachstum, in dem die Einkommen der breiten Bevölkerung überhaupt nicht gestiegen sind, die Kapitaleinkommen gleichzeitig explodiert sind und wo Deutschland riesige Leistungsbilanzüberschüsse angehäuft hat, die Deutschland bis heute hat. Das mag so sein. Ich bin ehrlich gesagt außerhalb, also der Brunnen, der Schomo-Brunnen ist hier in seiner Tiefe erschöpft, was das Thema angeht. Das kann sein. Also ein Punkt, der mir gerade noch in den Sinn kam, war, dass wir über das Großkapital sprechen müssen, wenn wir über Wokismus sprechen, berührt eigentlich, dass wir über jedes Zentrum, jede Anhäufung von Macht sprechen müssen, weil im Westen quasi alles davon berührt ist. Also die Universitäten sind davon berührt, die sind ja staatlich finanziert. Jede staatliche Institution ist davon berührt. Player wie das World Economic Forum sind davon berührt und das Großkapital eben auch. Ne? Es ist quasi, also mir fällt nichts ein, was wichtig ist, was diese Leute nicht erobert haben. Und den Anfang nahm es ja, wie gesagt, im universitären Bereich. Also es hat ja den Marsch vollzogen über Professoren, die diese radikalen Dinge vertreten haben, damals noch in einer wahrscheinlich etwas verschwurbelteren Form und etwas intelligenter klingenden Form. Und die sind dann den Marsch angetreten durch die Institutionen und haben buchstäblich jede wichtige Institution, ob nun kapitalmäßig oder staatlich unterwandert, die es gibt. Ja, weil sich auch nirgendwo großer Widerstand geregt hat. Ich meine, wenn ein Großunternehmen dann eine neue Ideologie präsentiert bekommt, dann sagen die Aktionäre, dann sagt das Management erstmal, okay, mir egal. Und wenn dann auch nur leichte Anreize gesetzt werden, beziehungsweise der Nachwuchs in der Firma mit dieser Ideologie indoktriniert wurde, dann reicht das schon, um damit das Unternehmen sagt, okay, spenden wir jetzt ein bisschen hin, die Spenden setzen wir dann von der Steuer ab, beziehungsweise die Magnaten, denen die Firmen gehören, die haben ja eigene Stiftungen, also die US-amerikanischen Milliardäre, die sind ja alle, also die deutschen Milliardäre auch, das ist ja in allen westlichen Ländern mittlerweile so, wenn Milliardäre Steuern sparen wollen, dann stecken sie große Summen in Stiftungen und diese Stiftungen setzen sich dann für bestimmte ideologische Ziele ein. Und da ist sehr häufig auch die Förderung des Wokismus dabei. Die Frage ist halt, wie das Ganze seinen Anfang genommen hat. Also, was zwischen den Zeilen so ein bisschen hier für mich rauszuhören ist bei dir, ist, dass du das Ganze zumindest auch für eingefädelt hältst seitens großer Wirtschaftsplayer, damit die Arbeiterschaft beschäftigt ist mit irgendwas. Du musst überlegen, wie die US-Politik funktioniert. Die Politik in den USA und auch in anderen westlichen Ländern immer mehr funktioniert so, dass die Eliten aus Politik, Wirtschaft und Universität sich in großen Thinktanks vernetzen und dort strategische Debatten geführt werden. Und entsprechend sickert das dann in die Führungsebenen von Firmen und von der Politik ein. Natürlich werden, wenn es jetzt um sowas wie die Förderung des Kongresses für kulturelle Freiheit geht, also der in Europa die Linke weg von den ökonomischen Themen hin zu anderen Themen, damals noch sowas wie Umweltschutz beispielsweise oder Feminismus, als das von der US-Regierung gefördert wurde, da war das die US-Regierung. Der Kongress für kulturelle Freiheit, das war eine Kampforganisation der CIA. Also letztendlich kommt es, diese Ideologie kommt von Universitäten, sie wird da diskutiert, aber der Push, der kommt tatsächlich eher aus Regierungskreisen als aus großen Unternehmen. Obwohl das in den USA sehr stark verwoben ist.
Ja, da ist eben die Frage, ob man seitens dieser akademischen Kreise eine Unterwanderung vorgenommen hat, ideologischer Natur, von diesen wichtigen Institutionen, oder ob diese wichtigen Institutionen erkannt haben, diese Ideologie, die um sich greift an den Unis, die könnte uns in irgendeiner Form nutzen. Ne? Und die staatlichen Akteure natürlich genauso. Wo ich dir zustimmen würde, ist, dass die Herrscher des Westens, und die würde ich auf verschiedenen Ebenen betrachten, sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf staatlicher Ebene, also sowas wie die CIA, ne, der tiefe Staaten Amiland, die tiefen Staaten, die es hier gibt, ne, die ganzen Stiftungen, Institute und so weiter, sich gesagt haben, wir brauchen nach dem Christentum etwas, eine zentrale Ideologie, an die Leute glauben und die die Gesellschaft an sich zusammenhält. Und dass sie dafür sich gesagt haben, entweder gut, wir nehmen jetzt den Wokismus, der hier sowieso schon da ist, oder in irgendeiner Form, wenn man jetzt sehr verschwörungstheoretisch werden will, etwas in die Wege geleitet haben im universitären Bereich, was dann diese Funktion erfüllen sollte am Ende. Dieses Gefühl habe ich auch. Ich meine, es ist ja kein Zufall. Es hat ja vollkommen religiöse Züge angenommen, wie sehr wir konfrontiert sind mit der Symbolik, mit der Sprache, mit den Teufelsaustreibungen, die alle 5 Minuten jetzt passieren, von irgendeiner 4 auf dem Trikot bis hin zu einem 33% Rabatt oder dem USA auf den T-Shirts von Zalando, was dann steht für unser seliger Adolf und so weiter. Das ist ja vollkommen krank und vor allem fällt auf, das ist in ganz anderen Ausmaßen und auf einer ganz anderen Brennstufe vorhanden als in der normalen Bevölkerung. Ne? Es gibt die Verankerung oder eine Verankerung davon nicht in dieser Form. Vielleicht gibt es 5-10% oder so von den normalen Leuten, die ähnlich denken wie die Leute in Medien, Politik und Wirtschaft. Aber ist es nicht so, als wäre das eine Graswurzelgeschichte? So viel ist auf jeden Fall klar. Ja, du hast es gerade schon auf einer größeren Ebene mit dass Europa soweit säkularisiert ist und die USA sich auch immer weiter säkularisieren, dass man dadurch quasi eine neue Religion braucht. Aber ich würde das tatsächlich nur auf einer zeitlich etwas kleineren Ebene ansiedeln. Im Kalten Krieg ging es einfach darum, die kulturelle Hegemonie der Sowjetunion zu brechen. Die Sowjetunion, die hatte den Zweiten Weltkrieg gewonnen und hatte unter westlichen Intellektuellen, unter linken Intellektuellen extrem hohes Ansehen. Und das galt es von amerikanischer Seite erstmal zu bekämpfen. Und so hat der Kongress für kulturelle Freiheit alle Intellektuellen, die irgendwie feindlich zur Sowjetunion standen, versucht zu fördern und versucht alternative linke Theorien. Da steckt jetzt gar keine geschlossene Ideologie dahinter, sondern steckt nur der Wille dahinter, den Einfluss und sei es nur den ideologischen Einfluss der Sowjetunion irgendwie zurückzudrängen. Du meinst quasi, dass man andere Wege finden wollte, in die, ich meine, was mir auffällt, ist, dass der Gott, der angebetet wird von den Woken, im Kern ja derselbe ist, der von Kommunisten angebetet wird. Und zwar die Gleichheit. Auf jeden Fall nominell geht es ihnen ja um Gleichheit. Ne? Sie sehen Ungleichheit, sie sagen Ungerechtigkeit, sie sagen, das ist illegitim, das basiert auf Unterdrückung und wollen es gleich machen. Ne? Ob das jetzt in der Realität der Fall ist mit den Sachen, die sie da machen, ich würde stark widersprechen. Aber dennoch ist das ja eine sehr ähnliche Herangehensweise eigentlich, wie die Sowjetunion sie ebenfalls nominell hatte. Die Leute müssen gleich sein, ansonsten sind sie unterdrückt. Ja, ein Leitwert ist Gleichheit, aber bei den Wokisten, da wird das dann auf beispielsweise auf Geschlecht oder auf Herkunft oder auf sonstige soziale Eigenschaften bezogen. Es wird nicht allgemein das System angeschaut und dann wird gesagt, so, da müssen wir jetzt für mehr Gleichheit sorgen, sondern es werden sich einzelne Eigenschaften angeschaut und entweder wird gesagt, diese Eigenschaften sind grundsätzlich böse, die sollten als Kategorie aufhören zu existieren. Oder wir sollten die Leute, die bestimmte Eigenschaften haben und entsprechend diese Eigenschaften, also nehmen wir jetzt mal beispielsweise Hautfarbe, Leute mit einer dunkleren Hautfarbe in den USA, die sind ökonomisch ärmer, was müssen wir machen? Wir müssen jetzt Schwarze mehr in Führungspositionen setzen. Also so eine genau. Schlussfolgerung kommt da drauf. Und das ist eben sehr gut in dieser milden Variante, jetzt gar nicht in der ideologisch radikalen Variante, sehr gut kombinierbar mit dem Neoliberalismus. Und ich glaube, auch deswegen hat das zusammen mit dem Neoliberalismus seinen Siegeszug angetreten. Tja, das ist die Frage, ob das am Ende so gut kombinierbar ist. Denn in letzter Ausformung führt das ja ebenfalls zu einer Menge staatlicher Kontrolle. Ne? Sowas wie die Migrantenquote, die eingeführt wurde in Hannover. Also in letzter Konsequenz wollen die sicherlich eine staatlich durchgesetzte Migrantenquote in quasi jedem Bereich, der irgendeine Bedeutung hat. Ne? Ob nun in der privaten Industrie, in verstaatlichten Sachen oder so. Das heißt, dann haben wir ebenfalls wieder einen Staat, der sehr, sehr übergriffig wird, was er ja momentan auch schon wird. Also der neoliberale Grundgedanke, soweit ich das verstehe, ist ja,
wir müssen die Wirtschaft machen lassen, was sie will, und den Staat sich nur um das Nötigste kümmern lassen. Richtig? Ja, ja, Hayek hat gesagt, das Einzige, also Neoliberale argumentieren tatsächlich sehr moralisch. Das haben sie, also das ist allgemeine Krankheit liberalen Denkens, dass man das Politische quasi aus der Welt verbannt und dann immer versucht, moralisch zu argumentieren. Aber Hayek hat gesagt, das einzige Legitimationskriterium für staatliches Handeln ist die Maximierung der Freiheit. Wenn ein Staat Freiheit maximiert, dann ist er legitim. Wenn er das nicht macht, dann ist er illegitim. Ja. Ja, aber also klar haben sie dann ihren eigenen Freiheitsbegriff. Sie würden das auch so framen, als wenn all das, was sie machen, zu mehr Freiheit führt. Aber für jeden, dem ich ins Hirn geschissen wurde, ist es halt offenkundig, dass das Gegenteil der Fall ist. Sie beschränken ja die Sachen. Also inwiefern ist das mehr Freiheit, wenn an amerikanischen Universitäten, was sicherlich auch hier geplant ist, es rassische Quoten gibt, ne? Und rassisch verschiedene Numerus Clausus, die du erreichen musst, oder Mindestanforderungen, über die du rüberkommen musst. Ne? Es ist ja das Gegenteil, es ist eine Einmischung von oben. Ja, was heißt von oben? Was heißt von oben? Also erstmal, du erhältst ja die herrschenden Machtformationen. Du greifst ja nicht in die Verteilung von Ressourcen ein, sondern du sagst so, wir haben jetzt Leute mit ethnischen Kriterien. In der nächsten Runde müssen da so und so viele Leute mit der Hautfarbe dabei sein. Aber an der aktuellen Verteilung änderst du dadurch ja nichts. Ja, an der aktuellen, aber Leute, die momentan, also auch das, nur wenn das auf einer bestimmten Brennstufe läuft. Ne? Also man sieht ja, wenn du Leute wie Malcolm O'Hanvey fragst, Leute, die richtig radikalisiert sind in der Scheiße, die würden sagen, schmeiß alle raus, die in den oberen Riegen der Öffis weiß sind, und setz da Leute wie mich hin. Ne? Also auch darauf musst du aufpassen bei dieser Ideologie. Und wenn wir dann eine Generation weitergehen, ist das eben nicht mehr der Fall. Wobei es ja historisch so war, dass Eliten ihre eigenen Leute, ihre Familie da reinsetzen wollten, ne? Dass sie ihre Macht, ihre Dominanz behalten wollten über mehrere Generationen hinweg. Ja, definitiv. Und das kannst du am besten machen, wenn du die Linke, die ja eigentlich für mehr gesellschaftliche Gleichheit ist, also eher für eine Entmachtung der Eliten, dazu bringst, sich damit zufrieden zu geben, wenn von den Eliten jetzt plötzlich einfach 5% schwarz und 10% Frauen sind. Naja, es bleibt ja nicht bei 5%. Also wenn das der große Plan im Hintergrund ist, dann haben sie sich da ein Monster geschaffen, das schwer zu kontrollieren sein wird. Ne? Denn die Leute, die sie indoktriniert haben damit, insbesondere die Leute, die dann selber wegen ihrer Rasse, ihrer geschlechtlichen Identität und so weiter eigentlich Ansprüche auf mehr haben, die werden diese Ansprüche stellen und die werden die mit Nachdruck stellen. Und sie haben eigentlich jedes Argument beseitigt, jedes Vernunftargument, das man bringen könnte, dafür, dass die einfach nicht bekommen, was sie haben wollen. Das war ja auch mal ein Ansatz mit dem Hashtag, den wir etablieren wollten, was war das? Alman RD, genau. Da sind sogar ein paar Leute draufgesprungen. Malcolm O'Hanvey hatte das sogar zur Kenntnis genommen, diese Geschichte, dass man eben diese radikalisierten Migranten und sonstigen Minderheiten aufbringt gegen die Eliten, die vorgegeben haben, das sind die benachteiligten Menschen, denen mehr zusteht. Ne? Dass die halt sagen, ja gut, uns steht mehr zu, also verpiss dich da. Ne? Also verpiss dich, wir müssen in diese Stellen kommen. Das wird irgendwann schwer unter Kontrolle, auch weil das ja so eine fortschreitende Sache ist. Es bleibt ja nicht stehen. Ne? Die Brennstufe geht ja immer höher. Insofern, wenn das der Gedanke war, denke ich, am Ende ist es zum Scheitern verurteilt, denn am Ende werden ihre eigenen radikalen Linksgesichter zerfleischen. Ja, aber auf der Brennstufe sind wir ja noch lange nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir da hinkommen werden. Also aktuell sehen wir ja, dass Woke-Streamer hier, die sind ein gutes Beispiel. Sie setzen sich dafür ein, dass andere Streamer, die ihrer Ideologie widersprechen, entmonetarisiert oder gesperrt werden. Also ein Dekadent, der setzt sich ja offen dafür ein, dass alle rechten Streamer demonetarisiert bzw. gesperrt werden. Das ist ja, das sind ja völlig offene Forderungen, die von dieser Bubble erhoben werden und die auch teilweise erfüllt werden. Klar. Also klar. Die Wokisten, die geben hier einem Großkonzern, nämlich Amazon, die Macht darüber, wer gesperrt wird. Und wenn die richtigen Leute sperren, die ihre Ideologie widersprechen, dann sind sie vollkommen zufrieden mit Amazon. Klar, weil sie ideologisch natürlich auch eine gewisse Macht, auch wenn du es andersrum sehen würdest, ne, über Amazon haben, weil Amazon eben gewoked ist, weil Amazon auf ihrer Seite ist. Ja, natürlich, sie haben kulturelle Hegemonie und entsprechend ist es einfacher, sich auf ihre Seite zu positionieren. Deswegen ist Elon Musk ja so unter Druck, weil er eben sagt, er sei für Meinungsfreiheit, inwieweit das jetzt der Fall ist, inwieweit kritische Accounts da trotzdem noch gesperrt werden, ist jetzt eine andere Debatte, passiert auf Twitter tatsächlich immer noch, aber ja, deswegen wird Elon Musk von den Wokisten viel heftiger angegangen, weil er ihre ideologischen Gegner nicht mehr zensiert. Klar, sicherlich, das ist, wovor sie am meisten Angst haben.
Ich denke, das nächste Problem, also neben den Radikalinskis, die irgendwann sagen, ich bin aber eine andere Hautfarbe, deswegen muss ich dahin, ist eben, dass sie kulturell alles so weit zerrütten mit der Ideologie, dass das Gesamtsystem oder die Gesamtsysteme der westlichen Welt auf lang oder kurz kollabieren werden. Ne? Es werden halt immer größere Mengen von Migranten reingeholt, die immer mehr Dominanzansprüche stellen. Wir haben schon Balkanisierung, wir haben schon Viertel in Neukölln, wo keine Sau sich mehr reintraut. Gleichzeitig haben wir furchtbare Geburtenraten, was ja aktiv fördern. Ne? Du kannst dir irgendwelche Funkformate angucken, in denen geredet wird über Antinatalismus, in denen geredet wird über Sterilisation. Da hat man neulich ein schönes neues Video. Da hat ja damals auch der Maaßen, das war ein paar Jahre her, ein Auf-Klo-Video drauf reagiert. Also das ist ein anderes Video, weil ich meine, ein Auf-Klo-Video, wo irgendwelche jungen Frauen sich beschwert haben darüber, dass die Kasse ihnen nicht die Sterilisation zahlt und so. Also das, dieses System, ein System basierend auf Wokismus, ist ja nicht aufrechtzuerhalten. Es kann ja nur kollabieren. Die indigene Bevölkerung, die einzigen sind, die du im Ansatz erreichst mit der Ideologie, rottest du aus. Und eigentlich jeder, der mit dieser Ideologie erreicht wird, wird, wenn er tief genug da drin ist, Antinatalist und wird sich nicht fortpflanzen. Insofern rottest du die Leute, die deine Macht sichern, aus. Und am Ende wird der Laden halt übernommen von aggressiven anderen Menschengruppen. Ne? Insofern, ich verstehe halt nicht, in dem Fall, was das lange Spiel sein soll. Also, ich glaube nicht, dass die Wokisten sich ausrotten, denn so viel Opferbereitschaft für eine Ideologie, beispielsweise auf eine Familiengründung zu verzichten, werden die meisten nicht haben. Ich meine, die gesellschaftliche Gruppe, die wirklich fest ideologisch davon überzeugt ist und nicht nur die einige Prämissen teilt, sondern die wirklich sagt, das ist meine Ideologie und dafür kämpfe ich, die ist sehr klein. Und diejenige, die da wirklich eine hohe Opferbereitschaft hat, die wird noch sehr viel kleiner zu sein. Es ist ja für selbst für die Woken-Ideologen immer sehr wichtig, sich selbst als Opfer zu inszenieren, aber ohne wirklich Opferbereitschaft zu zeigen. Okay. Wo habe ich angefangen? Mit der Geburtenrate und dem Opfer, das du angesprochen hast, das Opfer, das gebracht wird, dass die Wokisten nicht bereit wären, dafür für ihre Ideologie wirklich das Opfer zu bringen, keine Familie zu gründen. Das Problem ist, dass wir schon Probleme hatten mit der Geburtenrate, bevor das, was wir heute Wokismus nennen, überhaupt auf der Weltbühne aufgetaucht ist. Die war ja vorher schon oder ist ja in der allgemeinen Bevölkerung, die zum Großteil nicht wirklich woke ist, auf jeden Fall nicht in der Form, wie die Medien das sind, bei wahrscheinlich, wenn du wirklich über Biodeutsche sprichst, 1 ungefähr und offiziell bei Leuten mit deutschem Pass, ich glaube, ist 1,3, ist auf jeden Fall deutlich unter 2. Das bedeutet grob, die Annikas und Peters mit dem Status quo halbieren sich bereits jede Generation. Jede Generation sind das halb so viele wie in der Generation davor. Und das ist ja alles, ohne dass die Leute, der Großteil dieser Leute, die zu dieser Geburtenrate führen, wirklich im Kopf hat, ich darf keine Kinder bekommen, das ist furchtbar wegen dem Klimawandel. Also, auch wenn das wahrscheinlich ein paar Leute heutzutage sagen würden, die wenigsten denken das wirklich. Die wenigsten Leute machen sich wirklich diese Sorgen darum, dass ihr Kind CO2 produzieren wird und so weiter, sondern da reden wir einfach über Bequemlichkeit. Da reden wir über Probleme, die fast überall aufgetaucht sind mit dem Auftauchen von Geburtenkontrolle, Pille, Kondomen etc. Und die einen hedonistischen Lebensstil einfacher machen, durchzuziehen mit einer Menge Sex, von mir aus auch mit wechselnden Partnern und so weiter, wird ja ebenfalls zu angeleitet eigentlich in den Medien heutzutage, mit viel Freizeit, mit lukrativen beruflichen Möglichkeiten, vielen materiellen Sachen, die man anhäufen kann, Partys, auf die man gehen kann. Und das kannst du durchziehen, bis du, keine Ahnung, 45 bist und es dann zu spät ist für die Kinder. Und das ist, glaube ich, nichts, wo die Leute wirklich den ideologischen Antrieb brauchen, ich opfere jetzt etwas, sondern sie mögen diesen Frame dafür, keine Kinder zu bekommen, ich opfere mich jetzt, ich opfere meine Fortpflanzung der Weltrettung, dem wenigen CO2 und dem Bekämpfen von White Supremacy, dadurch, dass es dann weniger Weiße gibt und so weiter, das ist einfach eine willkommene Ausrede. Das heißt, sie müssen da gar nicht wirklich eingefleischt dran glauben, von Herzen dran glauben, sondern sie mögen es einfach, wie es klingt, während sie aus hedonistischen Motiven sowieso eigentlich keine Kinder bekommen wollen. Das heißt, das verschärft das Problem und das System dieser Gesellschaft, wie ich am Anfang ausgeführt habe, ist halt nicht aufrechtzuerhalten, weil eine Gesellschaft, die sich halbiert, jede Generation ist weg irgendwann. Ja, die ist nicht weg, die halbiert sich dann halt jede Generation. Solange keine Massenmigration stattfindet. Ne? Wenn Massenmigration stattfindet, die sich nicht jede Generation halbiert, sondern eher das Gegenteil, dann wird sie halt verschwinden in dieser Massenmigration und die Migranten, um die es da geht, das sind halt keine Leute, die empfänglich wären für Wokismus. Ganz im Gegenteil. Ja, was auch interessant ist, auch ein Großteil der normalen Bevölkerung, ich fange mal anders an.
der ideologische Sieg des Liberalismus nach dem Kalten Krieg war ziemlich total. Also es gibt niemanden, der die grundsätzlichen Prämissen des Liberalismus ablehnen würde. Und der Wokismus, der hat ja viele dieser liberalen Prämissen mit egalitären Prämissen kombiniert. Und wenn er, ja, ich sag mal, bei den grundsätzlichen Forderungen bleibt, wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen Diskriminierung, wir sind dagegen, dass Frauen irgendwie schlechter gestellt werden als Männer, dann wird der Großteil der Bevölkerung diesen Prämissen dann zustimmen. Aber wenn es dann an konkrete Forderungen geht, da sagt schon ein Großteil der autochthonen Bevölkerung, das ist komplett irre, was die Wokisten fordern. Das heißt, ohne eine große soziale Basis in der Bevölkerung zu haben, haben die Wokisten, indem sie die gesellschaftlichen Eliten auf ihre Seite gezogen haben, es ja schon geschafft, ihre Ideologie durchzusetzen. Also wie optimistisch bist du? Du hast gerade einige eventuelle Bruchpunkte angesprochen. Wie optimistisch bist du, dass sie diese Ideologie auf absehbare Zeit loswerden? Ich denke, irgendwann wird sie auf jeden Fall sterben, denn es ist ja am Ende eigentlich eine selbstmörderische Ideologie. Eine Ideologie, die sowieso zum Aussterben derer führt, die wirklich, wirklich daran glauben. Die Frage ist halt, wer das Wettrennen gewinnt. Gewinnt die Massenmigration das Wettrennen oder gewinnt das Aufbringen der autochthonen Bevölkerung gegen den Wokismus das Wettrennen? Und ist es dann noch möglich, die Migrationssache umzukehren? Und deswegen bin ich so fixiert auf die Migrationssache, weil das ist halt etwas, was wirklich dann das Ende vom Westen in der derzeitigen Form oder irgendeiner wiedererkennbaren Form einläuten könnte. Denn wenn die Leute hier, keine Ahnung, 10%, 15% der Bevölkerung irgendwann stellen, wir hatten in der letzten Debatte auch die Statistik, 50% der Kinder, die momentan auf die Welt kommen, haben einen Migrationshintergrund in Deutschland. Also die Hälfte. Ja. Ne? Und die Hälfte davon, die kommen wahrscheinlich, würde ich jetzt schätzen, ich habe die Zahlen jetzt nicht vorliegen, aus westlichen Ländern. Also die kommen aus anderen europäischen Staaten oder es sind beispielsweise Russlanddeutsche, die wieder nach Deutschland eingewandert sind. Ich würde raten, es ist weniger als die Hälfte davon, aber selbst sagen wir, es ist so, 25% sind in dem Fall jetzt schon Araber, das heißt von den Leuten, die gerade geboren werden. Nicht Araber. Da sind noch also es gibt noch andere Afrikaner, Regionen als Araber. Den arabischen Raum, wo Afrikaner, Leute aus Ostasien, Leute aus der Türkei. Türkei ist ein sehr großes Land für Immigration. Also das sind nochmal andere Kulturräume als der arabische Raum. Also das ist ja dann auch keine homogene Masse. Auch das sind sehr heterogene Gruppen, die sich die sich auch nicht politisch so einfach vereinigen lassen. Das ist der Balkan dann im Endeffekt, ne? Also das ist die vielbeschworene Balkanisierung. Das ist dann ein Auseinanderbrechen in 1000 verschiedene Ethnien, die teilweise miteinander können, teilweise einen kleinsten gemeinsamen Nenner haben. Also ich denke zum Beispiel, die nordafrikanischen Migranten haben einen kleinsten gemeinsamen Nenner, unter dem sie auf jeden Fall gegen uns agieren können, aber sicherlich auch zersplittert. Ich meine, wir haben jetzt schon die Kämpfe, was war das, Syrer gegen Libanesen war das, ne? In NRW vor einem Jahr oder einem halben Jahr oder so. Das sind beides arabische Staaten. Das sind, klar, sicherlich. Insofern, ich stimme dir mit diesem Punkt zu. Die kämpfen auch untereinander und die werden untereinander Verteilungskämpfe führen. Und es ist ja interessant, dass sie diese Verteilungskämpfe schon führen, während wir noch da sind. Ne? Also während wir immer noch die gute Mehrheit der Gesellschaft stellen, sind wir schon ein so irrelevanter Faktor, dass die Verteilungskämpfe jetzt schon beginnen. Ne? Wer am Ende hier herrschen wird, auf jeden Fall im Staat. Ne? Wer in der Unterwelt herrschen wird über das Land. Ich denke halt, das ist das Wettrennen. Das ist das Entscheidende Wettrennen und deswegen ist Migration der Schlüssel zu allem. Weil die Wokismus-Ideologie sowieso irgendwann zum Scheitern verurteilt ist, auf jeden Fall als eine Ideologie, der irgendeine substanzielle Anzahl von Leuten folgt. Und dann ist eben die Frage, passiert das, wenn das Ruder noch rumzureißen ist, migrationspolitisch? Wie gesagt, ich sehe das mit der Migration jetzt nicht so dramatisch. Es gibt ja schon einige Länder, die haben die Immigration größtenteils gestoppt, wie beispielsweise Dänemark. Oder andere europäische Länder, die eher eine niedrige Immigration haben und das durch andere Maßnahmen auch aufrechtzuerhalten versuchen, beziehungsweise die Immigranten hauptsächlich aus anderen westlichen Ländern kommen. Also das könnte man in Deutschland ja auch einrichten, wenn man eine entsprechende Regierung hätte. Das sehe ich jetzt nicht so dramatisch wie du. Und wenn wir einen gewissen... Wenn man die Regierung hätte, ja. Ja, wenn wir also einen gewissen Bevölkerungsanteil... Also wir haben jetzt einen gewissen muslimischen Bevölkerungsanteil... Beispielsweise, der wird meiner Ansicht nach bleiben, daran wird sich nicht groß was ändern, aber das ist meiner Meinung nach auch nicht das größte Problem, das wir haben.
Das Problem ist, dass die Leute ja auch eingebürgert werden auf die Dauer. Da hatten wir ja gerade auch den großen Bruchpunkt mit der Remigrationssache, was dann immer so geframed wurde, was nicht mal von Martin Sellner her und seinem Buch her der Fall ist, dass es darum ginge, diese Leute auszubürgern. Auf Vietnam die Diskussion, ich würde ja sogar so weit gehen, auf jeden Fall als Overton-Fenster-Piekserei, dass man Leute ausbürgern muss. Aber das Problem ist, wir haben jetzt eine Regelung, dass nach 3 bis 5 Jahren diese Leute unsere Landsmänner werden. Und das wird ganz schwer. Das wird ganz schwer, die dann noch mal loszuwerden in großen Zahlen. Dann hast du auch mit der Dänemark-Option und so Probleme. Und wenn die Zahlen dann zu groß sind, dann kannst du auch keine Assimilation mehr machen. Nicht, wenn die allein zahlenmäßig die Möglichkeit haben, einfach ihren eigenen Staat im Staat zu bilden. Da kannst du vor allem, wenn du einigermaßen liberal bleiben willst, gar nichts gegen machen. Da müsstest du China-Methoden anwenden oder so, um das aufzubrechen. Halt wirklich Umerziehungsmethoden und so. Und das wird wahrscheinlich einfach nicht passieren, selbst wenn es anders nicht mehr ginge. Insofern ist das Zahlenspiel für mich essentiell. Wie gesagt, es sollte ja eigentlich um den Wokismus gehen und in dem Kontext ist auch interessant, was wird ideologisch danach kommen? Ich meine, die USA, die können relativ leicht auf Nationalismus umschwenken. Also haben sie ja also in den vergangenen Jahrzehnten immer gemacht, hat sich jetzt auch mit Trump schon angedeutet. Die USA, die werden kein großes ideologisches Problem haben, ihren eigenen Imperialismus begründen zu können. Wir in Europa, die wir immer mehr in ja den Status amerikanischer Vasallenstaaten abrutschen, das muss man ja ökonomisch so sagen. Der Euro verliert global immer mehr an Bedeutung. Der Euro hatte auch schon vorher seine ganz eigenen Probleme. Aber durch den Absturz der europäischen Wirtschaft, den wir gerade sehen, wird sich das nochmal enorm verschärfen. Gleichzeitig wandert also gerade aus Deutschland ein großer Teil der Industrie ab. Die Wirtschaft stürzt gerade in der Wirtschaftsmacht, die sich noch am besten gehalten hat in den letzten 2 Jahrzehnten, immer weiter ab. Und da ist jetzt die Frage, wenn hier der Wokismus endet, was soll dann in Europa danach kommen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, eine Schwurbeltheorie ist ja, dass seitens Amerika eine Überlegung sein könnte, dass wir am Ende zur Großukraine werden und dann wird der Krieg gegen Russland einfach mit unseren Leuten, mit Gesamteuropa geführt und hoffentlich blutet man dann aus der Sicht der Amerikaner Russland langsam aus, dann könnte das irgendwie der neue große identitäre Bezug werden. Ansonsten, ich weiß nicht, was danach kommt. Ich würde raten, erstmal, wir werden Verhältnisse haben, auch schon alleine aufgrund vom Wokismus, aufgrund von dem, was passiert, wenn die Gesellschaft tatsächlich überaltert, und zwar überaltert zu einem Punkt, an dem die Infrastruktur wirklich im Bedrängnis ist, dann werden die Dinge so düster werden, dass die Leute sich wieder auf Archaischeres beziehen werden, dann wird irgendeine Form von vielleicht Remix vom Christentum, etwas Religiöses oder so, wieder Leitsatz der Gesellschaft werden. Ich denke fast, das wäre noch die positivste Option. Ich denke nicht, dass der Mensch dafür geschaffen ist, ohne Religion zu existieren, nicht in der breiten Masse. Ja, das ist sehr interessant, vor allem da Europa ja in den letzten Jahrhunderten, ja, seit der Aufklärung eigentlich schon einen sehr starken Säkularisierungsprozess durchschritten hat, der viel vollständiger war als in Amerika. Meine Theorie ist ja, dass die Aufklärung immer nur zu einem gewissen Grad eine Illusion war. Also vor allem das Verständnis vom Mensch als Vernunftwesen. Etwas, was nie wirklich der Wahrheit entsprochen hat, die breite Masse betreffend, sondern immer nur gut geklungen hat. Und die Götter haben sich halt geändert, die wir anbeten. Man hat ja gesehen oder sieht immer noch, wie auch breite Massen einen Gott, wenn er ihnen angeboten wird, durchaus akzeptieren und sogar so ein bisschen aufgehen darin. Ich meine, während Corona haben wir das gesehen mit der großen Wissenschaftsreligion, teilweise sehen wir es immer noch. Die Leute dürsten eigentlich nach jemandem, der ihnen sagt, wo der Hase langläuft. Nach jemandem, der ihnen sowohl autoritär Regeln vorgibt, als auch ein übergeordnetes Narrativ, ein Narrativ von Gut und Böse, an das sie dann von Herzen glauben können. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nochmal das größere Bild. Ich glaube nicht, dass so eine neue Ideologie oder Religion aufkommen wird, jedenfalls nicht auf absehbare Zeit, aber unmittelbarer gedacht. Wie gesagt, wir sehen gerade einen Abstieg der europäischen Staaten. Wir sehen, dass sie, wie gesagt, wirtschaftlich immer weiter an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, dass sie diplomatisch komplett isoliert sind. Also niemand nimmt irgendeinen europäischen Staat mehr ernst oder glaubt, mit dem Verträge schließen zu können. Also Putin hat ja vor kurzem gesagt, das fand ich sehr bezeichnend, dass er Verhandlungen über das Ende des Ukraine-Kriegs nur noch mit Washington führt und in der Europäischen Union gar keine Ansprechpartner sieht. Das ist sehr interessant und das wird an vielen anderen Stellen bestimmt auch so gesehen. Einfach
Weil wir Europäer uns komplett blamiert haben. Wir vertreten auf der Weltbühne keine eigenen Interessen mehr, sondern, wie gesagt, dieses Narrativ eines liberalen, wokisierten Imperialismus. Und wir haben es ja schon einmal gesehen, dass die USA bereit waren, in der ganzen Weltregion, nämlich in Lateinamerika, gegen Ende des Kalten Krieges in den 60er und 70er Jahren, dort eine ganze Reihe an Militärdiktaturen einzurichten, die zum Teil Hunderttausende von Opfern zu verantworten haben in wirklich blutigen Bürgerkriegen. Und dass sie, nachdem der Kalte Krieg zu Ende war und die Bedrohung durch die Sowjetunion gebannt war, diese Militärdiktaturen einfach aufgelöst und in eine Art von Demokratien umgewandelt haben. Und ich befürchte, dass das eine Option hier in Europa ist. Also du hast das mit den möglichen Kriegen, die man auch überall in Europa entfesseln könnte. Man denke an den Kosovo, man denke an Georgien, man denke an Moldawien, die man überall hier in Europa entfesseln könnte, dass das nochmal damit zusammenfallen könnte. Dann schaltet man hier auf Kriegswirtschaft, schaltet jegliche Opposition ein und führt hier quasi diktatorische Systeme ein, wie man das in der Ukraine schon gemacht hat. In der Ukraine, da ist jegliche Opposition, jedenfalls jegliche nicht-nationalistische Opposition verboten worden und Wahlen sind bis auf Weiteres abgesagt. Also das könnte eventuell noch eine Option für viele weitere europäische Staaten sein. Man muss eigentlich hoffen, dass die Verschwörungstheoretiker oder der verschwörungstheoretischere Ansatz falsch ist und es keine zentrale Kontrolle von allem, was passiert, gibt. Denn es wird ansonsten wirklich angsteinflößend, darüber nachzudenken, warum oder wie es sein kann, dass der Wokismus kein Endgame hat. Der Wokismus selber als Ideologie hat kein Endgame. Keins, das irgendwie den Herrschern des Westens passen könnte. Das Endgame wäre einfach nur ein trauriges Sterben mit einem Wimmern, ne, dieser Nationen. Insofern kann es eigentlich, wenn man verschwörungstheoretisch rangehen will, nur mit irgendeinem Knall enden. Ne? Das kann eigentlich alles sein, worauf das am Ende hinausläuft. Denn ansonsten wird es halt auf nichts Gutes hinauslaufen, sogar für die Herrscher selbst. Ne? Es wird halt langsamer Niedergang. Das ist ja einfach vorgezeichnet. Das ist von der Geburtenrate her vorgezeichnet. Außerdem sieht man auch, dass sie die Leute verlieren. Ich meine, das berührt nochmal das Thema, was, glaube ich, titelgebend heute ist, mit dem transsexuellen Gesetz. Das kann es ja keiner so erzählen. Also wenn du das irgendwie unserer Elterngeneration erzählst oder auch unserer Generation, keine Ahnung, 90% von denen werden dir sagen, das ist Wahnsinn. Ne? 90% der Leute sind auch nicht der Ansicht, dass man eine Frau wird, wenn man deklariert, man ist eine Frau. Das heißt, auch da machen sie zu schnell. Auch das wirkt sehr unweise, wie vor allem dann im großen Bild, wie gesagt, der Antinatalismus wirkt mehr als unweise, wirkt suizidal, auf lange Sicht gedacht. Das spricht eigentlich dafür, wie gesagt, wenn man von einem hohen Maß an Kontrolle von irgendeiner Instanz ausgeht, dass das Ganze sehr, sehr düster und brachial eine Wendung nehmen soll an irgendeinem Punkt. Definitiv. Und ich bin auch nicht von der zentralen Steuerung ausgegangen. Ich meinte nur, was für strategische Optionen wird man erwägen, wenn sich das Ganze weiter in die für uns Europäer hier ungute Richtung entwickelt, in die es sich gerade entwickelt und die Bevölkerung bei dieser Politik auch nicht mehr mitmachen. Sei es, weil es Massenproteste gibt, weil die Bevölkerung bei Wahlen massenweise die falschen Parteien wählt, eskaliert man dann weiter und setzt einfach auf Repression oder lässt man die Dinge dann sich entwickeln. Und das wird sehr spannend zu sehen sein, was dann passiert. Ich hatte Lateinamerika als Beispiel angeführt für eine Weltregion, wo man gesagt hat, so, Demokratie war eine schöne Episode, das frieren wir jetzt mal für 2 Jahrzehnte ein, bringen alle Oppositionellen um, die da was dagegen haben. Und 2 Jahrzehnte später, Kalter Krieg war zu Ende. So, jetzt können wir Demokratie wieder aufmachen. Demokratie kein Problem. Jetzt kümmert sich der IWF darum, dass die ganzen Länder hier auf Kurs bleiben. Ja. Ich meine, der Wokismus oder auf jeden Fall der Proto-Wokismus, eine Qualität von ihm war immer, sich in andere Länder quasi reinzuschleimen, ne? Ohne dass man davon erstmal groß oder dramatisch Notiz nimmt, Fuß zu fassen. Ich meine, in Polen haben wir gesehen, dass offenbar eine Form von ideologischer Umerziehung durch Medien, durch Universitäten Früchte getragen hat, in dem Sinne, dass die letzte Regierung, die sie gewählt haben, dann eine Pro-EU-Regierung war. Das war sehr lange das komplette Gegenteil. Bei Orban sehen wir jemanden, der sich dagegen wehrt, jemanden, der diese Gefahr erkannt hat. Und auch Putin hatte das Ganze angesprochen in seiner Rede, direkt nachdem der Krieg ausgebrochen ist, direkt nachdem er den Krieg gestartet hat in der Ukraine. Hat auch diese
Aggression durch die Hintertür seitens des Westens via ideologischen Einfluss auf die Bevölkerung in anderen Nationen angesprochen, was dann am Ende eigentlich nur heißt, wir bringen sie auf unsere Linie und dann schließen sie sich unseren Bündnissen an und das Woke Imperium ist ein Land reicher, ne, ohne dass eine Kugel abgefeuert werden musste. Das ist eine der großen Qualitäten auf aus geostrategischer Sicht vom Wokismus. Ne, für den Erhalt von diesen Nationen und den Erhalt vor allem von den Sachen, die sie mächtig machen, die sie wertvoll machen, da ist der Wokismus fürchterlich, aber er ist sehr gut in schleimiger, indirekter Aggression. Ja, definitiv. Ich meine, diese Farbrevolutionen, die sind ja ziemlich eindrucksvoll. Dass man da immer Revolutionen gegen Regierungen, die zumeist demokratisch gewählt wurden, gestartet hat. Und das dann auch aus dem Westen immer unterstützt wurde, aber man das als Protest der dortigen Bevölkerung, der Zivilgesellschaft, die häufig von US-amerikanischen Thinktanks, von der US-Regierung finanziert wurden, dargestellt hat. Ja. Das ist, gerade in der Ukraine ist das sehr schön zu sehen. Und gerade in der Ukraine kann man auch sehen, dass sich die Förderung des Wokismus und die Förderung wirklich radikal nationalistischer Ideologien ja bis hin zu wirklich faschistischen Milizen, dass sich das nicht mal ausschließt. Dass man beides als Machtmittel einsetzen kann. Und das ist verrückt, ne? Das ist vollkommen verrückt. Ich frage mich, ob das hier auch in der Form möglich wäre. Ich meine, wenn ich mir hier jetzt das rechte Lager, sogar das Altrechte angucke, sehe ich wenige Leute, die Bock darauf haben, in der Ukraine zu sterben. Es gibt ein paar Leute, die sehen so ein bisschen einen urethnischen Konflikt wieder herbei, weil sie einfach die Schnauze voll haben von diesem Psychokrieg, in dem wir gefangen sind, weil der ihnen nicht liegt. Aber das ist eine sehr kleine Fraktion. In der Ukraine, ich verstehe nicht, wie das möglich ist, dass du diese Azov-Leute, ne, diese hart rechten Leute, diese wirklich, also was du hier in den Medien definitiv als Neonazi einsortieren würdest, dass du die dafür bekommst, unter einem transamerikanischen Armeesprecher zu kämpfen. Es ist irre. Also, dass die nicht sehen, wo der Wind daher weht. Ich verstehe es nicht. Es ist für sie nicht die entscheidende Kampflinie. Ja, aber sie haben doch auch einen Fernseher. Sie sehen doch, was abgeht in Amiland. Sie sehen doch, wie der Christopher Street Day aussieht. Sie sehen doch, dass sie sowas niemals in ihrem Land sehen wollen würden. Und dann wird signalisiert, genau dem unterwerfen wir uns jetzt, ne? Weil was anderes bedeutet das, wenn du einen amerikanischen Transsexuellen als Armeesprecher anstellst? Das heißt ja, hey, liebe Amis, wir werden auch so, wenn wir genug Waffen bekommen, um zu gewinnen. Ja, das sagt die ukrainische Regierung. Die Rechtsradikalen, die da, die glauben dann halt, nach Kriegsende dann ihre Ideologie umsetzen zu können, weil sie in den ukrainischen Staatsapparat halt eingewoben sind, ohne zu sehen oder ohne sehen zu wollen, dass nach dem Ende des Krieges nicht sie die Regeln machen werden, sondern die Länder, die der Ukraine eben die Kredite gegeben haben. Ja, die Amerikaner, natürlich. Beziehungsweise die Leute, die diese faschistischen Milizen überhaupt erst finanziert haben. Das sind ja ukrainische Oligarchen. Die werden ja die Spielregeln machen und die können nach dem Ende des Krieges diesen Milizen auch die Finanzierung abdrehen, wenn der Befehl aus Washington kommt. Ja, vor allem die Leute, die ja Milliarden an Waffen geliefert haben, die den gesamten Krieg finanziert haben. Es ist halt die Frage, was jetzt passieren wird, wenn der Krieg, wie es ja aussieht, zu Ungunsten der Ukraine ausgeht. Es sei denn, der Westen macht noch irgendwas Drastisches. Ne? Ansonsten scheint es ja so, als wenn das langsam und für die Ukraine deprimierend zu Ende gehen würde. Insofern, ja, und da kommt dann die Frage ins Spiel, ob die Möglichkeit besteht, dass Leute wie Macron das tatsächlich ernst meinen mit Bodentruppen und der Westen, auf jeden Fall Europa, direkt involviert werden könnte in diesen Krieg. Das wäre dann die nächste Brennstufe. Ja, und wenn der Ukraine-Krieg einfriert, beziehungsweise man da zu irgendeiner Einigung mit Russland kommt, was jetzt immer schwieriger wird, da sich die russische Position immer weiter verbessert und man und der Westen nicht zu substanziellen Zugeständnissen bereit ist, dann kann man ja andere Konflikte hochkochen. Ehrlich gesagt, an welche denkst du da? Wie gesagt, in Europa gibt es eine ganze Menge. Du kannst Serbien, Kosovo, Moldawien, Transnistrien, Georgien gegen Südossetien und Abchasien. Also das sind ja Konflikte, die man in der Vergangenheit hochgekocht hat. Und da kann man jederzeit zündeln, wenn man das will. Und dann da quasi eine NATO-Involvierung und ab geht's. Ja. Ja, im Nahen Osten, da war das ja immer nicht so erfolgreich, als man da in den letzten Jahren dann irgendwelche Länder einmarschiert ist.
Da hatte man dann kurze Zeit später große Flüchtlingswellen und das Ergebnis dieser Kriege war ganz und gar nicht das vorher beabsichtigte. Also da hat man, glaube ich, gesehen, dass die Kollateralschäden doch etwas größer sein können als gedacht. Also wird man die Kriege wohl näher an Europa halten und versuchen, ja, da die europäischen Länder so gut es geht rein zu involvieren. Denn die USA, die haben aktuell ein geostrategisches Problem und das ist der Aufstieg Chinas. Und ja, die Europäer, die sollen sich in der Zeit am besten um Russland kümmern. Das Problem, das sie da natürlich haben, wenn das dann an die Substanz geht, was es werden würde, wenn es am Ende geostrategisch bedeutungsvoll wäre, also wenn wirklich ernsthafte Zahlen von Western da verbraten werden würden, ist, dass ich nicht glaube, dass es diese ernsthaften Zahlen von Leuten, die dazu bereit wären, überhaupt gäbe, in der Form, wie das in der Ukraine offenbar der Fall ist. Und dass die Leute, die du dann dahin prügelst, also erstmal die Migranten sind raus, die sind weg oder, keine Ahnung, schießen wild um sich oder so, die werden nicht substanziell ins Gewicht fallen auf Seiten des Westens. Und die Deutschen selber sind verweichlicht, sie sind demoralisiert, sie haben nichts, woran sie denken können, wenn sie da im Schützengraben liegen und auf die Russen schießen. Also woran sollen sie dann denken? Sollen sie denken an Crossdressing, an den Kindergärten oder was? Es gibt keinen zentralen Gesellschaftsmythos, an den die Leute noch wirklich glauben. Sie glauben an ihren eigenen komfortablen Lebensstil. Aber der ist dann weg im Schützengraben. Insofern sehe ich auch schwarz dafür, aus Sicht der Eliten, dass mit den Menschen, die sie erschaffen haben, überhaupt ein solcher Krieg zu führen wäre. Und deswegen habe ich ja eben die Sorge, dass das auch gegen den Willen der Menschen gemacht werden wird. Ich meine, es gibt ja jetzt schon Umfragen, die bezüglich der immer weitergehenden Aufrüstung, der Waffenlieferung häufig eine große Ablehnung zeigen. Und ja, das wird dann regelmäßig ignoriert, beziehungsweise gegenüber Migration, herrschender Wirtschaftspolitik, gegenüber diesem Selbstbestimmungsgesetz, ich bin mir sicher, das würde in der Volksabstimmung niemals durchkommen, aber es wird gemacht. Und bei einer Kriegswirtschaft, wenn es halt geostrategisch bedeutungsvoll ist, da wird man halt diese ja demokratischen Strukturen, die wir gerade noch haben, im Zweifelsfall ausschalten, wie man das in der Ukraine gemacht hat. Deswegen hoffe ich ja, dass es früher irgendwie zu einem politischen Wechsel, zumindest in den wichtigsten Staaten Europas, kommt. Das würde ja schon reichen, um das Ganze runterkochen zu lassen und uns in einer friedlichen Art und Weise in die multipolare Welt zu bringen. Aber es gibt halt einen Grund, aus dem Azov herangezüchtet wurde und so. Ich denke, so etwas wäre hier gar nicht mehr möglich. Also Leute, die dann wirklich daran glauben. Du kannst, glaube ich, keinen Krieg führen mit Leuten, die zu 98% oder so gar nicht da sein wollen, überhaupt kein Interesse daran haben, denen am Ende sogar relativ egal ist eigentlich, ob die Russen jetzt die Linie durchbrechen oder nicht, was jetzt abgesehen ist von ihrer eigenen Haut. Ne? Ich glaube nicht, dass du so wirkmächtig einen Krieg führen kannst. Ich glaube, es gibt kein Potenzial mehr in Ländern wie Deutschland von Leuten, die du so auf die Schiene bringen könntest, dass die wirklich was taugen im Schützengraben. Ich glaube, die haben einfach nichts mehr, wofür sie kämpfen könnten. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Im Zweifelsfall wird dann die Repression hochgeschraubt und wie gesagt, das ist das düstere Szenario. Ja, aber denkst du, die sind dann was wert im Schützengraben? Also denkst du, du kannst mit einer Armee aus Leuten, die quasi durch die Bank überhaupt nicht da sein wollen, wirkungsvollen Krieg führen? Also die Ukraine steht immer noch und das mit Soldaten. Aber die haben Azov und so, ne? Ja, also wenn da wirklich gemeldet werden muss, dann. Sind ja Leute, die sind überzeugt von was. Wir sehen ja schon seit 2022 zahlreiche Videos, wo die Leute zwangseingezogen werden. Du brauchst die Leute von Azov und den überzeugten Nationalisten im Sicherheitsapparat, damit dieser ganze Maschinerie am Laufen gehalten wird. Aber die einfachen Soldaten, das sind dann irgendwelche armen Schweine, die von der Straße gefischt und dann quasi ohne Ausbildung an die Front geworfen werden. Die ganz einfachen Soldaten, ja, aber ich glaube nicht, dass so ein Krieg mit nur einfachen Soldaten, die nicht da sein wollen, zu führen ist. Also die Azov-Leute, die werden ja schon eingesetzt. Ne? Wann immer so richtig Kacke am Dampfen ist, die nennen sich jetzt ja die, ich glaube, dritte Sturmbrigade oder so, ne? Wurden ja umbenannt. Dann liest du jetzt, okay, dritte Sturmbrigade nach Avdiivka verlegt und so weiter. Ne? Also die scheinen ja schon ein Elite-Potenzial immer noch zu haben, auch auf dem Schlachtfeld. Ein Opferungspotenzial und ja, eine Wehrfähigkeit, die hervorgeht daran, dass sie wirklich glühen an etwas glauben. Ja, definitiv. Ich hoffe, dass das so ist. Ich hoffe, dass diese ja, postmoderne Gesellschaft, dass die wirklich ja, nicht mehr in der Lage ist, große Kriege zu führen. Aber für kleinere Kriege, siehe die ganzen westlichen Interventionen in den im Nahen Osten oder in Staaten wie Afghanistan oder Pakistan,
also zu diesen kleineren Kriegen waren unsere Gesellschaften ja trotzdem noch bereit. Also ich hoffe, dass du recht hast. Aber ich glaube, wenn du kennst ja sicher diese bildmächtigen Videos von diesen Friedhöfen, den ukrainischen, mit den 1000 Flaggen und so, ne, wo irgendwie ein Auto vorbeifährt und man sieht, da liegen, keine Ahnung, so und so viel 1000 Soldaten, die umgebracht wurden oder so, ne. Ich glaube, wenn wir in diesem Bereich sind, dann funktioniert das nicht mehr. Also dann werden die Leute es nicht mitmachen. Das Ding ist, die Leute, die eingesetzt wurden in Afghanistan und so, das sind ja Beruf, also ja, das sind Soldaten der Bundeswehr und von anderen europäischen und westlichen Armeen, aber das sind ja eher sowas wie Söldner. Das sind nicht Leute, ich glaube nicht, dass auch nur ein Bruchteil von denen da gewesen wäre, wenn die Leichensäcke da ordentlich nach Hause geschifft worden wären im Anschluss. Wenn die gesehen hätten, okay, hier sterben wir wie die Fliegen, aber ich glaube an X und deswegen bin ich hier und dafür bin ich bereit zu sterben und ich bin stolz zu sterben dafür. Diese Einstellung ist halt überhaupt nicht da. Es sind halt eher Söldner, eher Berufssoldaten, die das als einen kuscheligen, einen für sie passenden Karriereweg, der auch lukrativ ist, sehen. Jetzt gehen wir mal davon aus, unsere postmodernen Gesellschaften sind nicht mehr in der Lage, wehrpflichtigen Heere zu stellen. Selbst mit Söldnerarmeen könnten Staaten relativ große Kriege führen. Also das geht jetzt schon ziemlich weit in die Zukunft. Aber wir sehen ja, wie private Sicherheitsdienstleister immer weiter an Gewicht gewinnen. Wir sehen das beispielsweise in der US-Armee. Die Zahlen US-Soldaten, die hat sich, habe ich mal gelesen, seit Ende des Kalten Krieges um 1 Million verringert. Aber wenn man das, was die US-Armee zusätzlich an privaten Sicherheitsdiensten beschäftigt und die dann auch in Kampfeinsätze und alles verwickelt sind, dann hat sich die Zahl der US-Soldaten überhaupt nicht verringert. Mhm. Blackwater also, und sowas. Ja, Blackwater war ja auch, beziehungsweise die heißen ja jetzt Academy, die sind ja beispielsweise auch ganz groß darin gewesen, die Ukraine jetzt zu militarisieren. Ja, es gibt ja auch so Videos, auf denen die Spekulation da ist, dass tatsächlich teilweise Blackwater-Soldaten in der Ukraine sind, ne? Aber keine Spekulation, das ist nachgewiesen. Das ist keine Verschwörungstheorie. Blackwater ist da aktiv nachweislich seit 2014. Sind sie? Ja. Ah ja, okay. Ja gut, in der Tiefe habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt. Ja, 2014. Das ist halt die Frage. 2014 hatte da sogar der Spiegel drüber berichtet. Okay, interessant. Dann ist halt die Frage, ob das wirtschaftlich und von den Leuten, die dann da kämpfen, in den Zahlen möglich ist, die gebraucht würden, für, also Hunderttausende im Wesentlichen, ne? Hunderttausende, ob Hunderttausende Leute mit ihrem freien Willen, ja gut, dann kann man noch sagen, es braucht ja nur einen Kern, ne, einen Elitetrupp. Das müssen dann vielleicht keine Hunderttausende sein, aber vielleicht an die 100.000 oder so. Ob du die zusammenkriegst in dem Wissen, ihr geht drauf. Also viele von euch, viele werden sterben. Das wird hoffentlich die Zukunft nicht zeigen, aber könnte sie zeigen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nochmal eine komplett andere Debatte. Wir wollten ja, wie gesagt, eigentlich über das Selbstbestimmungsgesetz reden. Da sind wir jetzt zur Zukunft des Wokismus gekommen, also dieser gesamten Ideologie. Und ja, sind, glaube ich, ziemlich weitschweifig unterwegs gewesen. Also hast du zum Abschluss noch was zu diesem neuen tollen Gesetz, beziehungsweise zu unserer Diskussion heute allgemein zu sagen? Ja, das neue tolle Gesetz interessant wird, wie gesagt, wie die Leute darauf reagieren. Erstmal, ob das wirklich sich auf die Gesellschaft merkbar auswirkt. Also, dass dann, keine Ahnung, viele Leute jemanden kennen, der Kontakt hatte mit Transpersonen, die oder offensichtlich ein Mann, der auf dem Frauenklo unterwegs war. Ob vor allem auch, sagen wir einfach Spanner und so, das Ganze ausnutzen. Ne? Weil wenn überhaupt keine Nachfragen mehr gestellt werden, du musst ja nicht mehr so tun, als wenn du dich wirklich für eine Frau hältst. Du musst ja nicht mal mehr ein Kleidchen anziehen oder irgendwas. Selbst nicht mal, wenn du da beim Amt vorstellig wirst und sagst, dass du eine Frau bist. Insofern ist das natürlich auch ein super Anreiz, einfach nur für einen Spanner, jemanden, der überhaupt nichts am Hut hat mit der ganzen Transgeschichte, das zu machen, damit er einfach aufs Frauenklo gehen kann und dann zu Hause, ohne ein Verbrechen zu begehen, sich einen auf die Macht, die er da hatte, runterholen zu können. Ne? Ob das eine Sache wird, ob die Leute wirklich Kontakt damit haben, denn ich denke, das ist halt wichtig bei politischer Meinungsbildung. Die Leute müssen direkt konfrontiert sein damit, so wie sie es war mit den höheren Preisen und so. Man sieht, dann ändert sich was politisch, dann ändern die Leute ihr Wahlverhalten, egal was der Fernseher sagt. In Zeiten relativen Wohlstands, glaube ich, sind die Leute sehr gut manipulierbar, da sind wir wieder bei der Frage des Vernunftwesens, durch moralische und Machtimpulse. Ich würde argumentieren, dass die moralischen Impulse eigentlich auch durch die Hintertür etwas wie Machtimpulse sind, aber vielleicht führt das etwas zu weit. Eigentlich Impulse an unser Steinzeitgehirn. Du machst das nicht, denn
die Mächtigen und der Großteil des Stammes ist dagegen. Bist du in Gefahr, wenn du das machst oder denkst. Ne? Ich denke, auf diese Impulse reagiert der Großteil der Gesellschaft sehr gut, solange er in relativem Wohlstand lebt und solange er nicht direkt konfrontiert ist mit den Konsequenzen dieses Handelns des Stammes oder der Führung des Stammes und dieses Denkens, das ihnen aufgebürdet werden soll. Und beim Selbstbestimmungsgesetz stellt sich jetzt eben die Frage, ob die Leute damit direkt konfrontiert sein werden, ob es wirkmächtige Symbolbeispiele geben wird, Fälle, in denen dann wirklich vergewaltigt wird auf dem Frauenklo, in der Frauenumkleide und so weiter, die die Runde machen werden. Und wenn das der Fall ist, dann könnte das ein Gamechanger sein. Dann könnte das nochmal wirklich die Leute aufbringen gegen den Wokismus. Ja, das glaube ich auch. Man kann ja mit dieser, mit diesem Selbstbestimmungsgesetz jetzt einfach die Frauenquote hacken. Da habe ich auch noch ein interessantes Beispiel. Ein interessantes Beispiel aus Spanien gelesen, wo ganz viele Männer, die älter waren als 50 Jahre, einfach mal gesagt haben, so, ich bin jetzt eine Frau, weil es eben bei der Beförderung eine Frauenquote gab und die dann gedacht haben, Mensch, wenn ich jetzt eine Frau bin, dann werde ich eher befördert. Und wenn solche Fälle sich häufen, könnte das auch interessant werden. Weil das ja, also, das hat jetzt keine negativen Konsequenzen für viele Leute, aber es zeigt sehr gut die Absurdität dieses neuen Gesetzes. Sie hätten da eigentlich, um sich abzusichern, auch nochmal eine Art Erwägungsparagraf reinmachen müssen, im Sinne von, das kann dann im Zweifel nochmal ein Richter entscheiden, der dann einfach gesunder menschenverstandsmäßig sagt, zum Beispiel, es gibt jetzt Paritätsgesetz im Bundestag, die AfD-Männer werden alle zu Frauen, offensichtlicherweise machen sie das nicht, weil sie wirklich denken, welche zu sein, alles klar, gilt nicht. Ne? Aber das haben sie nicht, das müssen sie nochmal anpassen. Ansonsten kann ja alles Mögliche, was sie da quotenmäßig machen, wirklich torpediert werden dadurch. Ja. Wie gesagt, das waren gute Abschlussworte. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, haut rein.